Ich mache jetzt mit Laden erlaubt Modus. Geht mir auf den Keks. Wenn man einen kleinen Fehler macht, dass alles direkt weg ist. Die würde ich jetzt einfach mal so lassen. Und der Ninja-Koch wird erstmal so bleiben. Verweigert Arbeit mit Tieren. Das ist vollkommen okay. Aufbold. Ocean Lover. Jean, du bist leider ein Ocean Lover. Das wird nicht passieren. Oder Deep River. Wir sind, glaube ich, weder in der Nähe von einem Fluss noch einem Ocean. Die Pflanzentussi, die lieber drin bleibt. Ja, das kommt ziemlich hin bei Lumi, oder? Aber sie muss halt raus. World Weary has grown tired of the world and needs to be constantly distracted to stop dark thoughts. His bleak personality is a big down and therefore it is very hard to become friends with him. John, du kriegst keine Freunde. Gut, du bist ein Kannibale. Glaube ich, da kommt man sich als Freund immer ein bisschen schwieriger vor. Haben einen Simulant. Ich bin der Simulant. Ich drück mich um die Arbeit. Ich kann euch verarzten und ich kann über coole Techniken nachdenken, aber ich trage hier nix, ja? Ich trage hier gar nix. Auf geht's. Ah, sehr gut. Das Erstellen hat echt schon viel Witz. Du lädst Gäste zum Essen ein, um sie zu essen, ne? So, die Götter waren zornig, die Blutmaschinen kamen in der Nacht, sie fegten durch euer Dorf, zerstückelten und verbrannten eure Leute mit ihren Klingen und ihrem teuflischen Feuer. Nur ein paar von euch konnten den Gemetzeln entkommen. Jetzt, nach einem zermürbenden Fußmarsch ohne irgendwelche Freunde, an die ihr euch wenden könntet, müsst ihr euch ein neues Leben der Wildnis aufbauen. Genauso wie schon eure Vorfahren vor euch. Okay. Befehle erlauben. 29 Sachen auf der Karte erlaubt. Wir müssen mal kurz gucken, wo ist denn das fiese Ding? Sehen wir das schon? Die fiese Ecke. Normalerweise gibt es doch immer eine, wo man nicht reinbuddeln darf. Sehe ich gerade gar nicht. Normalerweise gibt es immer ein Gebäude, wo man nicht reinbuddeln darf. Weil, was ist eigentlich das hier? Lange Stähle aus Sandstein. Bringt das irgendwas für die Optik? Deckungseffektivität 50%, Boden von Attraktivität 16. Ah ja. Direkt um sich zu haben und zu bestaunen. Vielleicht soll ich den mal einsammeln und mich rumstellen, ne? So. Wasserschweine. Oh. Können wir ganz gut jagen. Ich weiß, dass ich mich nicht an den Rand bauen darf. Ich würde mir eigentlich fast sogar einfach hier reinbauen. Wahrscheinlich sogar in das hier. Achso, wir müssen mal kurz gucken, wo sind denn die fruchtbaren Landstriche. Die sind ja wieder absolut kacke aufgeteilt. Tja, die werde ich wohl einfach ignorieren in dem Spielstand. Das hier absolut bäh. Aber ich glaube, wenn wir uns hier reinbauen, haben wir das Glück, dass wir hier oben relativ schnell dicht machen können. Dass wir eine gute Verteidigung aufbauen können. Und trotzdem unsere Sachen hier drin haben können. Also einfach hier eine Wand, hier eine Wand und hier eine Wand. Und das ist halt schon das Teil hier in der Mitte dicht. Okay, also Plan ist hier reingehen, ne? Wir haben sogar Zelte, ne? Also ich habe diese Zeltmod drin, dass ich zumindest direkt Zelte habe, die wir halt aufbauen müssen. Montieren. Zelt. Montieren. Zelt. Montieren. Zelt. Zelt. Reicht das schon? Waren das alle Zelte? Ripper erzählt Ben erstmal einen Witz über das Tragen von Baseballkappen. Oh, und wir haben eine Katze? Ja, wir haben eine Maine Coon-Katze. Gehört zu wem? Ah, nee, warte mal, wir haben einen Affen, eine Katze und einen Corgi. Moment, die Katze kann aber retten lernen? Die ist doch viel zu klein dafür. Genauso wie Affe und Corgi, ist doch Quatsch. Würde ich behaupten. Irritiert mich. Okay, achso, Prios. Feuerwehr auf jeden Fall, alle. Patient, alle. Arzt, wir haben hier 9. Und du hast ein.
Dann gehst du mal auf 2. Bettruhe mache ich ein bisschen höher, damit die auch entsprechend schlafen. Transport Plus kann ich auf 1 machen, damit die Leute auch wirklich tragen, wenn es dran ist. Und Hilfsarbeiten ist so das Auffüllen, so ein Kram, das muss man ein bisschen höher machen. So, Aufsehen 3, 3, 4. Dann bist du auf. Dann bin ich der Aufseher. Ich trage nichts, aber Aufsehen mache ich. So, Tierpflege. Oh ja, 10. 7. Der Jäger und der Simulant machen die Tierpflege. Rächerin kochen. Ja, du bist Koch. Das ist, glaube ich, auch der einzige Koch, den wir vergeben werden, zumindest in Prio 1. Entsprechend darfst du nicht so viel andere Dinge tun, weil du hauptsächlich kochen wirst. Jean ist Jäger. Der wird das Jagen übernehmen. Ich so bauen. Feldarbeit. Hier. Lumi. That's your job. Bergbau machst du mit. Wir müssen erstmal bauen. Wir werden es noch nicht direkt jagen. Bauen. Bauen hat nur Lumi. Auf kind of okay. Ripper, du wirst mit Sachen aufbauen. Fähigkeiten, Bergbau. Ripper, musst du auch mitmachen. Macht Lumi auch mit. So, Waldarbeit. Waldarbeit ist eigentlich auch ziemlich wichtig, weil mir immer Holz fehlt. Alter, Lumi. Lumi kann ab 11 und richtig Spaß an Bäume umhacken. Schmieden. Ripper, du wirst unser Handwerker halt, ne? Das war halt klar. Hat mir ja schon auf dem Schirm. Ja, das werde ich machen, forschen. So, reinigen. Machen wir mal auf 2, damit die Leute das nebenbei mitmachen. Transport. Das wird John, glaube ich, mitmachen. Eben Tierpflege. Handwerk. Die Kanna kann gefühlt alles. Das ist echt ein bisschen bitter. Aber Kunst. Später mal. Kunst ist ja jetzt eh noch nicht so relevant. Handwerk. So, ich hoffe, ich habe jetzt die Prio sinnvoll vergeben, nach dem, was wichtig ist und was gemacht wird. Ich habe hier Granit, Schiefer. Ich habe gar keinen Marmor. Also nicht direkt hier, ne? Das ist Granit. Granit. Marmor ist so hell, oder? Das hier ist Marmor, wa? Ja. Okay, den muss ich dann später abbauen. Wenn ich in die Kunstsachen reingehe, brauche ich dann halt Marmor. Ansonsten habe ich hier nur Granit und Schiefer. Wir werden uns einfach mal in den Schiefer reinbauen hier, würde ich sagen. Wir beginnen also mal. Befehle abbauen. Mit einem großen Gemeinschaftsraum, wo wir auch Wand aus Holz davor ziehen. Ich muss hier nochmal was abbrechen. So. Auf geht's. Tut Dinge, Leute. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Stimmt. Wen habe ich jetzt fürs Jagen eingestellt? John. Du kriegst, wo haben wir es denn? Hier einen Bogen. Und außerdem Jagen macht Kanna. Du kriegst den zweiten Bogen. Werden hier direkt gefumpt. Das ist auch eine Fernkampfwaffe, oder? Ein Pilum ist ein Wurfspieß aus der Antike. Du hast keine Waffe, du hast Fernkampf, aber super schlecht. Nahkampf 9. Rüste Knüppel aus. Nahkampf 4. Rüste Igwa aus. Nahkampf, Fernkampf, du hast was. Nahkampf, Fernkampf, Ripper, du kriegst den komischen Pilum. Ich glaube zwar, der Pilum ist eine absolut katastrophale Waffe, aber naja. Oh, hier haben wir noch was. Punktieren. Du musst an der Wand schlafen. So, dann haben wir natürlich die nächste Zone. Wir brauchen eine Anbauzone für unser Essen. Das wir relativ groß sogar brauchen.
Doch hier mit einer Reispflanze starten, glaube ich. Und daneben, immer schön 2er Abstand, haben wir jetzt gelernt. Fangen wir mal direkt mit einer Heilpflanzenanbau an. Heilwurzel. Jawohl. Und natürlich, hier kann man hier laufen lassen, Holzhacken. In dem Bereich. Eigentlich komplett. So, Zone außerdem. Abfallzone. Packen wir mal irgendwo hier oben hin, die brauchen wir aktuell noch nicht. Und eine Lagerzone. Die Lagerzone sollte aber in der Nähe sein erstmal. Und wir müssen mal das hier wegräumen. Ja, können wir alles wegtragen. Lumi kümmert sich schon um die Pflanzen, sehr gut. Geht direkt los. Auch den Kram hier bitte, Trogengeus. Er wird richtig schön hier weggetragen, bitte. Und schon ein paar Heilpflanzen. Ich kann, glaube ich, direkt den Tagesablauf mal machen. Und zwar arbeiten von 8 bis 18 auf alle. Moment, wer war denn jetzt derjenige, den ich immer sagen musste? Hier, Kanna, dem muss ich immer sagen, was du tun sollst. Ne? Achso, wir brauchen natürlich mit als erstes dann ein Lagerfeuer. Brauchen wir sonst noch was direkt? Eine passive Kühlung werden wir ziemlich schnell brauchen hier. Weil es sonst sau heiß wird hier mit 30 Grad. Ripper hat direkt die Kühlung gebaut. Da können zumindest unsere hier drin Arbeiter erstmal ein bisschen entspannen, was die Temperatur angeht. Und dann brauchen wir einen 2x2 Tisch. Bisschen in die Mitte gestellt. Würde ich behaupten. So ungefähr. Müsste funktionieren. Aber es ist der erste Tag auch schon vorbei, was Arbeitszeit angeht, glaube ich. Zone, wir sollten noch eine Dachbauzone machen hier. Kann kein Dach über Ameisenbaum machen, ja, das ist doch wurscht. Müsste halt den Baum, sollte ja sowieso abmachen, abbauen. Das Ripper den nur abbaut, ist halt Quatsch, aber egal. Das sollten wir mal alles hier dringend reintragen. Wir haben noch ein Messer hier rumliegen. Wir haben jede Menge Holz hier rumliegen, holy shit. Ja, das Lagerfeuer geht eher aus, wenn es nicht unterm Dach ist, ne? Wir müssen das Lagerfeuer also unter das Dach bauen, sonst geht's aus durch den Regen, glaube ich. Eigentlich brennt es nämlich ewig, wenn es unter dem Dach ist, gefühlt. Sonst brennt es nämlich ewig eigentlich. So, jetzt ist es nämlich unterm Dach und jetzt soll das ziemlich entspannt brennen. Hier sind noch nicht alle Sachen unterm Dach, oder? Doch, oder? Ne, nicht überdacht im Freien. Hab ich die Dachzone verkackt? Ne, hab ich nicht. Ich bin irritiert. So. Weiter wird hier abgebaut. Wir müssen das sowieso alles irgendwann abbauen, weil das, ne, Metall ist.
So. Hier geht's hoch. Das passt wahrscheinlich wieder nicht rein, wa? So, dann erstmal zwei von den zukünftigen Räumen. Ich weiß nicht, Sean, ich habe bei einem anderen Let's Player gesehen, dass er die Gänge immer zwei breit macht. Ist es sinnvoll? Habe ich da irgendwas davon, wenn die zwei breit sind? Können da Leute schneller durchlaufen oder so? Ich kann Fallen reinsetzen und meine Leute laufen drumherum, das weiß ich. Theoretisch. Aber brauche ich das ansonsten? Habe ich da irgendeinen Vorteil? Ich weiß, dass du das Spiel ziemlich viel gespielt hast, deswegen frage ich dich. Ich glaube, hier oben werde ich dann halt noch einen Raum hinbauen müssen. Irgendjemand wollte doch einen luxuriösen Raum haben. Hier, du kriegst einen größer. Außerdem brauche ich ja wahrscheinlich irgendwann auch noch einen Pärchenraum. Hier kriegen wir sogar zwei Größe oder so. Das ist ein Pärchenraum. Könnt ihr hier vielleicht unten noch irgendwie ein Forschungsding oder sowas reinbauen? So, ist eigentlich wieder genug zu tun erstmal. Oh, Moment. Achso, wir sollten vielleicht... 5x5 ist ja... Ich habe einen Mod, dass die Räume kleiner sein dürfen. Immer noch 5x5 dann? Also ich habe einen Mod, irgendwie Realistic Rooms oder sowas heißt die. Habe ich aktiviert. Ich weiß nicht, ob du dann immer noch sagst, 5x5 wäre ideal. Weiß nicht, warum er hier das nicht fertig baut. Ernten. Ich habe kein Fully Grown dabei gehabt, wa? Harvest Fully Grown, so. Aktuell kein Forstwirt. Ich bin hier ein bisschen verwirrt. Was waren meine Aufgaben nochmal? Kunst, Sozial, Tiere. Kann ich nicht trainieren? Wir haben keine Nahrung, ne, für die. Wahrscheinlich, wir müssen mal jagen, würde ich vermuten. Müssen wir jagen. Womit fangen wir denn an? Lemuren? Wir haben einen roten Panda. Moment, rote Panda müssen wir zähmen. Lemuren können wir, glaube ich, jagen. Die vermehren sich sowieso wie Ratten. Hier noch ein Wasserschwein. Ne, das war eine Schildkröte. Wasserschwein. Auf geht's. Da haben die Jäger auch was zu tun. Ein bisschen Nahrung. Eine Jäger- und Sammlergesellschaft. Also von der Raumkröte hatte ich das Gefühl, 3x4... Ist schon ganz gut. Was ist denn jetzt passiert? Ripper hat eine Prügelei mit Ben angefangen. What the fuck? Ben verspottet den Stil von Ripper. Das hat Ripper nicht richtig wütend gemacht und er schlug zu. Ripper! Nicht mit Gewalt reagieren. Ich hab doch nur ein bisschen einen Witz gemacht. Nahkampfstufe 1. Weil du bist viel schlechter im Nahkampf als ich. Schlachtplatz. Stimmt, Schlachtplatz brauche ich. Stimmt. Produktion. Ein Arbeitsplatz. Und ein Schlachtplatz. Aufgabe: Kreatur schlachten. Wiederhole für immer. Hier liegt es halt hier mit drin. Das ist ein bisschen Quark. Und wer war unser Koch? Kanna. Priorisiere Schlachten. Ich muss hier natürlich dann auch noch sagen, einfache Mahlzeit kochen. Wiederhole bis du X hast. Priorisiere Kochen am Lagerfeuer.
Da haben wir zumindest überhaupt mal eine Mahlzeit. Aber wer von uns ist denn unser Bauer? Bin ich nicht unser Handwerker? Und wer ist denn unser Mediziner? Das bin doch auch ich. Achso, erstmal muss ich, glaube ich, hier Körper-Selbstverarztung. Wo ist Ripper? Ja, wir müssen Ripper mal. Wir haben jetzt Ripper zusammengeschlagen, das müssen wir ihn auch wieder behandeln. Und ich muss mich auch selber behandeln, sonst passieren hier, glaube ich, irgendwie Dinge. Achso, wir haben natürlich kein Essen, wa? Also wir haben wirklich kein Essen. Wir haben 0,0 Essen am Anfang. Ripper, kannst du priorisiere... Ne, nicht entfernen. Du musst es ernten. Moment. Kann Ripper nicht ernten? Ich gucke jetzt mal, was er macht da. Oh doch, er erntet das. Okay. Nur wegen dem kleinen Witz so zuzuschlagen, Ripper, ey. Schweinerei. So, jetzt können wir hier... Achso, Moment mal, ich könnte hier oben wieder die... Ich könnte hier irgendwo die Küche reinbauen, wa? Das ist ja vielleicht sinnvoll, wenn wir hier eh so einen komischen Platz haben. Wenn wir uns gegenseitig an den Dödel fassen, ziehe ich den kürzeren. Wow. Ich hab den Witz verstanden und wow. So. Ich würde den Lagerraum eigentlich hier hinbauen wollen. Einfach nur. Weil wir dann hier diese. Dann können wir hier eine Wand davor bauen und können hier die Kühlung machen. Ohne Dach. Dann sollte das eigentlich. Dann ist die geschützt. Wenn nicht wieder das gleiche passiert wie gerade eben. Ach, Kacke. Aber ich habe nicht genug Platz dafür. Dann muss ich das ja alles als Kühlraum machen. Und dann kommt hier die Küche daneben. Für die Zubereitung so mit Schlachtplatz und Dingens. Schlachtplatz und Herd. Laufen die... Oder ich kann hier auch einen Durchgang machen. Würde ich sagen. Und dann komme ich hier oben die Kühlung rein. Wir können schon sogar eine Wand aus Holz eigentlich hier durchziehen direkt. Verteidigung benötigt. Ja, ja, ist schon klar. Und jetzt bin ich am Kochen? Na gut, dann bin ich halt am Kochen, auch okay. Da geht wieder jemand jagen? Nee. Ah, da war noch. Ein Kolonist ist untätig, Ben. Soll es ihnen Arbeit zuweisen? Ja, der kann da nicht so viel tun. Das ist in dem Fall, glaube ich, okay, dass der untätig ist. Weil er kein Bauarbeiter ist und damit nichts bauen kann. Und ich glaube, der kann generell nichts tun, was gerade wichtig wäre. Kein Forstwirt. Kann ihm Waldarbeiten einfach erlauben, hier so. Dann kann er Bäume abholzen, wenn er sonst nichts zu tun hat. Und ja, ich habe jetzt hier die Einzelherstellung genommen. Moment, warum baut hier eigentlich keiner mal das blöde Ding zu Ende? Wer ist denn unser Baumeister? Bin das nicht ich? Ich will kein Baum... Nee, Moment, was? Lumi? Anna? Ripper, du pennst. Deswegen wird hier nichts weiter gebaut. Komm mal klar, Ripper. Hör mal auf zu pennen. Wie schnell Lumi Bäume umholzt. Lol. Holy shit. Bäume umholzen kann Lumi. Und mal festhalten. Und ansonsten können wir, glaube ich, mal die Alpakas zum Beispiel schon wieder versuchen, hier ein Alpaka-Männchen und ein Alpaka-Weibchen einzufangen. Ich hoffe, die Tiger kommen jetzt nicht zu mir. Hier ist ein bisschen Essen. Guys, bitte alle das Essen tragen.
Also Ben kümmert sich auch schon um die Alpakas, die zu zähmen. Zähmung fehlgeschlagen, 51% Chance. Düdüm. Das ganze Holz. So, Möbel. Hier, wir wollen Hocker bauen. Ripper, bauen sie. Okay, bei Ripper muss ich glaube ich mal das Tragen rausnehmen. Das Tragen plus. Weil der ist eigentlich gar nicht dran. Jawohl, wir haben einen Alpaka. Müssen direkt wieder die Zonen anlegen, Arbeitsgebiet erweitern, Gebiete verwalten, umbenennen, Tiere. So, schließen. Achso, und außerdem wollen wir noch eine Safe Zone einrichten. Neues Gebiet. Umbenennen, Safe Zone. Damit wir uns im Zweifel verstecken können vor Leuten. So, Gebiet erweitern, Safe Zone. Safe Zone ist einfach nur das hier erstmal, ja. Oder besser gesagt, alles hier drin. So. So ist der Plan. Das ist die Safe Zone. Und jetzt müssen wir noch Gebiet erweitern, Tiere. Tiere sollen nämlich nicht ständig in meine Räumlichkeiten reinrennen. Entsprechend machen wir hier schön groß. Die dürfen ja an viele Stellen sein, aber sie sollen halt nicht bei uns reinsprinten, ne? So. Ungefähr. Besucher. Eine Zimmerin besucht, sie heißt Christy Nolan. Sucht die Kollegin. Wer ist unser Sozialmensch? Hier. War das nicht auch ich? Sozial 8. Ah, sozial bin auch ich. Aber warum habe ich denn jetzt. Warum bin ich jetzt untätig? Nicht vorhin. Ich habe hier vorhin Befehle zum Holzhacken gegeben, oder? Ja. Da ist noch mehr Holzhackfähig Momente. Weil Lumi das auch mitmacht, ne? Moment mal, Lumi, du sollst das gar nicht machen. Waldarbeit machen wir lieber nur auf 2. Lumi ist sogar eher am Bauen jetzt, oder was? Jo, Lumi baut. So, Ben. Mit dir kann man nicht reden, ne? Kann ich eigentlich Leute, die ich einfach nur besuche, dazu überzeugen, zu bleiben? Geht das? Bei Konstruktion 10 mit 2 Sternen? Ich würde das nehmen. Sag ich mal so. Finde ich zumindest ganz geil eigentlich. Aber die ist ja einfach nur da und ist da, oder was? Geht schon, ein Gefängnistrag einsperren und anzuwerben. Achso, ich habe kein Gefängnis bis jetzt. Aber dann mag mich die Fraktion nicht mehr, ne? Wenn ich die einfach gefangen nehme, wenn die mich besuchen, oder? Und dann kommen entsprechend tendenziell weniger Händler. Kann das sein? Lassen die Kolonie, ja klar. Ripper, du arbeitest irgendwie zu merkwürdigen Zeiten, so 9.40 Uhr. Wobei 9.40 Uhr ist gar nicht so merkwürdig, aber alle anderen pennen um 9.40 Uhr noch. Ihr Schlafmützen. Ne, Ripper geht um 9.40 Uhr pennen? The fuck? Moment mal, das ist unsere 9.40 Uhr. Lol. 5 Uhr. 5 Uhr, 6 Uhr. ITler normal. Ne, das war bis irgendwie früh um 4 schlafen gegangen. Tatsächlich. So, Holz haben wir aber eigentlich genug. Jetzt so Künstlerwerke, wir können eine Schlachtbank bauen, einen befeuerbaren Herd, einen einfachen Labortisch, den brauchen wir super früh, weil wir sonst Probleme haben mit der Erforschung. Wie gesagt, ich muss jetzt eigentlich super früh da arbeiten. Ja, Ripper, bauen wir mal den Labortisch, damit Ben endlich mal seiner Bestimmung nachkommen kann.
So, jetzt hier, Forschung. Was brauchen wir zuerst? Steinhauerei, Schmieden, Kakao, Langbogen, weiß nicht, Bögen, Elektrizität wahrscheinlich mit als erstes, ne? Und das dauert schon ewig. Aber den haben wir halt sonst schon erforscht. Würde man behaupten, oder? Ja. Teppich ja schon. Komplexe Kleidung brauchen wir sogar noch eher. Sonst können wir nämlich keine Kleidung herstellen. Komplexe Kleidung, das ist als erstes. Während hier drei Leute am Bauen sind. Warum ist eigentlich immer noch die Dachzone nicht fertig gemacht worden? Irritiert mich. Hungernde Kolonisten, ja, wir sollten mehr jagen, I guess. Wir sollten mehr Wildschweine zum Beispiel jagen oder Wasserschweine. Hier, Wasserschwein. Wird gejagt. Das einzige Männchen sollten wir, glaube ich, nicht wegjagen. Wildschweine. Wir haben super viele Weibchen als Wildschweine. So, da muss Jäger was zu tun. Dann gibt es auch mehr Essen. Und Wildschweine müssten eigentlich noch relativ safe sein zu jagen. Die treffen sie uns aber noch nicht. Gut, wir müssen noch ein bisschen üben, die Jungs. Kannst du doch bitte mitnehmen, Jean, anstatt es nur umzubringen? Kann Wildschwein nicht aufheben? Zu schwer? Was? Dann priorisiere ich dir halt mal. Was? Zusammenbruch, Jean? Was? Unterernährt. Achso, ja, das ist natürlich ein Problem. Verrückte Ratte. Was? Meine Kobi-Sets kommen am Dienstag? Nice, hast du von Kobi was gehört? Ich glaube, die Ratte ist schon tot. Ratterleiche, tot seit weniger als einem Tag. Ich glaube, ein Tiger hat in dem Moment die Ratte getötet, wo sie verrückt geworden ist. Geil. Natur, du bist supi, danke. Da habe ich nichts zu befürchten. So, und ich forsche jetzt schon mal. Jetzt essen die rohes Fleisch. Das ist natürlich kacke. Nur Kanas, also unser Koch, ne? Kein Material für Mahlzeit, weil ihr das Material wegnehmt und roh futtert, ihr Idioten. Hört doch auf, das Fleisch roh zu essen. Geht's noch? Ich habe mir wieder das gute Essen hier reingezogen, ne? Kannst du bitte nochmal priorisieren? Kochen am Lagerfeuer. Please. Da geht noch eins. Ja, wenn das erste Mal Reis fertig ist, sind wir halt drüber, ne? 1939 Mercedes G4 und einmal 1937 Horch 901. Passend zu den anderen Kobi-Sets. Sammelst jetzt Kobi-Sets oder was? Da wo Lego kacke ist, werden Kobi-Sets gesammelt. Kann ich nachvollziehen. So, Möbel. Ich kann einen Schlafsack bauen, brauche aber Stoff. Ich habe keinen Stoff. Okay, das verstehe ich übrigens nicht. Ich muss erstmal die Betten erforschen. Ist das eine Steinhauerei? Nein. Schmieden, Bierbrauen, komplexe Kleidung? Nein. Wo ist denn das? Elektrizität ist auch nicht. Wo sind denn die normalen Betten? Es ist irgendwo unter so... Ja. Hier, Basic Furniture. Das Simple Bed aus der Vanilla Expanded Mod ist doch viel einfacher, weil ich bloß Holz brauche. Und ich brauche keinen Stoff, um ein Bett herzustellen. Das ist doch voll Quark. Oder bin ich irgendwie der Einzige, der es komisch findet? Weil das ist doch dann viel, viel einfacher herzustellen.
Comfy net and pillow rested on a sturdy frame. Braucht nämlich keinen. Ja, Lego ist kacke schon Jahre, ja, ich weiß. Risiko zusammen Brot leicht schon. Ja, absoluter Entspannungsmangel. What? John. Entspannen Sie sich. Habe ich dir zu viel aufgebrummt oder was? Jetzt entspannen Sie sich. Okay. So, wir brauchen aber trotzdem immer noch mehr. Mehr Jagd. Okay, Wasserschwein. Die zwei Wasserschweine sind sogar schon auf Jagd. Die ganzen Chinchillas können wir eigentlich wegjagen. Ja, die werden sich nie wehren. Ratten können wir auch wegjagen. Gibt's halt ein bisschen Rattenfleisch. Über Xenomenschen? John, wie weißt denn du was über Xenomenschen? So, wir werden übrigens mal... Möbel... War das, glaube ich, Tierplätze hier. Und dann machen wir hier noch eine Zone drüber, eine Dachzone für die Tiere. Naja, was wird denn hier in der Yard? Wir sind in irgendeinem eingeborenen Stamm. Wie weißt denn du was über Xenomenschen hier? Nicht ganz klar. So, wir können aber neu montieren bei. Wir können das zumindest mal. Ach nee, das darfst du nicht reinsetzen. Kann nicht unter Dach platziert werden. Ach, Schweinerei. Du kannst Zelte nicht innen aufbauen, okay. Das hatte ich nicht im Blick. Frage ist, was wir als nächstes bauen. Wir könnten hier noch eine Produktionsstelle übrigens hinbauen. Ich würde fast sagen, einen befeuerbaren Herd bauen wir hier noch hin. Ups. Muss man eigentlich drehen oder kann ich trotzdem drauf sitzen? Ich habe damals mir Menschen zu essen gegeben. So, Ratte! Stirb! Also Jean, deine Genauigkeit muss ein bisschen arbeiten. Aber kannst du den bitte trotzdem mitbringen? Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Ach, shit. Zone, Abfallzone. Stimmt, wir hatten jemanden, der kotzt, wenn er Leichen sieht, ne? Sollte man also nicht im Eingang bauen. Fällt mir da gerade mal so auf. So, hier kommt nichts Verrottendes und keine Brocken rein. Und entsprechend kommen hier keine Leichen rein. So, und dann sollte Jean auch die Sachen mitbringen können. Rasiere tragen von der Ratte. Das wird nämlich hier, wenn wir die dann verarbeiten. Lumi, Zusammenbruch leicht. Sehr hungrig, hässliche Umgebung. Kein ansehnliches Schlafzimmer, hat rohe Nahrung gegessen. Ja, ich verstehe das Problem. Wo läufst denn du gerade lang? Ach, du holst das Wasserschwein. Na gut. Dann Wasserschwein. Verarbeiten ist auch eine Option. Nicht futtern! Du blöder Idiot! Hör doch auf, rohes Fleisch zu essen! Ach, Leute. Fakt: Im All können was Apnietaucher viel länger unter Wasser. Länger unter Wasser bleiben, weil es wegen dem fehlenden Sauerstoff ohnehin keinen Sinn macht, an die Wasseroberfläche zu schwimmen. So, müssen wir unsere Siedlung und unsere Fraktion benennen. Leute, wie wollen wir die heute nennen? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Und nein, nicht wieder einfach die Ausgestoßenen. Wir sind jetzt in übrig gebliebener Stamm. Da fällt mir übrigens auf, dass hier unten
Muss ich noch den Befehl zum Kochen geben, anstatt auf dem Lagerfeuer. Die Ratlosen. Du meinst die Fraktion der Ratlosen? Aber wir haben doch irgendwann Räder, wenn wir durch die Gegend die Doofen. Wow. Kreativ! Da finde ich die Ratlosen lustiger. Ich weiß, ich bin super selber komplett unkreativ. So, und die Siedlung? Eskimos Rohfleischesser. Nee, rohes Fleisch ist ja eigentlich das, was wir nicht essen wollen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich machen will. Dann ist das einfach das Rad. Moment. Das ist das Rathaus. Wenn wir die Ratlosen sind, das ist das Rathaus. Easy. Ja. So, und die Zone müssen wir nochmal größer machen. Hungernde Kolonisten, ich weiß. So, hier, Aufgabe. Einfache Mahlzeit kochen. Wiederhole, bis du X hast. Aufgabe, hier weg. Und nein, du sollst jetzt... Genau. Sehr schön. Koche am Herd. Jawohl. Ripper, hör auf, rohes Fleisch zu essen, Mann! Was soll der Mist? Es werden doch ständig Sachen gekocht. Nimm doch das Essen, was direkt gerade geliefert wird. Risiko, Zusammenbruch, schwer, Jean. Unterernährt, starker Entspannungsmangel, hat rohe Nahrung gegessen. Jean, ich hab dir doch schon mehr Entspannung zugestanden. Okay. Jean kann anscheinend nicht so lange arbeiten. Jean muss mehr entspannen. Würde ich mal vermuten. Hör auf, Ruhe! Ach, Leute, ihr esst alle rohes Fleisch, ihr Vollidioten. Was soll der Quark? Oh Mann. Oh, wir haben die ersten Reissachen. Wir können weiter kochen. Nice, 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 nice. Das ist wichtig gerade. Dass jetzt ein bisschen durchgekocht wird. Und wir ein bisschen Nahrung haben für die Leute. Ach, bei uns Tiere, das Futter auch noch wegfuttern. Das ist natürlich ungeil. Dass die Tiere unser Essen wegfressen. Vor allem das fertige Essen. Zone, Aufgabengebiet, Tiere, weg. Ihr dürft nicht einfach unser Essen nehmen. Erst dann müssen wir selber für Essenszustand sorgen. Das ist unser Kühlschrank werden alles, ne, Leute? Also das Kühlzeug rein. Hat Langeweile. Die folgende Person benötigt entweder... Achso, ja, ich habe keine Entspannung gebaut. Vollidiot, ich habe keine Entspannung gebaut. Oh no. Klar. Ach, shit, Mann. Sobald Ripper aufwacht, wird eine Entspannung gebaut. Hört doch auf, Rost! Zeug zu essen. Und koch das lieber durch. Es hat echt huge den Red Panda gekillt. Na, wow. Jetzt können wir das aber hier umbauen. Und zwar koch einfach Mahlzeit mal 4, wiederhole, bis du X hast. Und da werden wir sogar höher gehen müssen. So 15. Kannst nämlich direkt die 40 durchkochen. Wenn Ripper immer noch hier am Abbauen ist. Also Eisen glaube ich erstmal wieder ein ganzes Stück genug. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Entspannung Sachen gebaut. Und Kanna ist halt am Durchkochen.
Wir haben sogar noch Sachen als Jagdaufträge. Hier, Chinchillas, go, go. Im Fall, dass jemand jagen will. Habe ich jetzt genug Essen? Überfall, die Türkis gerade Narna. Weißer Moskito. Kann gut mit Tieren umgehen. Bin nicht aufgepasst, ob die direkt angreifen oder nicht. Bin nicht so aus, dass sie direkt angreifen, oder? Wenig Nahrung. Ich bin ja dabei. Das ist halt das Schwierige an dem Stand. Doch, die scheinen, oder? Ne, die bleiben jetzt da oben. Ich hab hier Jade. Jean, muss mal kurz hier bleiben. Jetzt ist nicht wegrennen Zeit. Frage ist, wo kann ich hier eigentlich Deckung? Kann ich hier sowas Deckung finden? Deckungseffektivität 25%. Und hinter sowas? Da kann ich, glaube ich, keine Deckung finden. Okay. In der Bäumen kann ich so Deckung nehmen. Ein bisschen. Wer war noch hier? Kanna war noch Nahkampf, ne? Wo ist Kanna gerade? Kanna ist am Schlachten. Kanna, es ist Kampfzeit. Wer ist unser Nahkämpfer? Das bin ich, wa? Das ist ein Nahkampf, das brauchen wir eigentlich das gar nicht so machen, aber ist egal. So, hier, Nahkampf. Jawohl. Oh, shit, ich habe kein Bett dafür. Ich habe kein Bett. Aber Moment, ich kann ein Bett mal kurz machen. Möbel. Hier, Schlafplatz. Da. Und der ist für Gefangene. Dann kann ich die nämlich so machen und ich kann hier machen, gefangen nehmen. Jawohl. Erlauben. Da hat mir direkt mein Wuffi geholfen. Nice. Kopie bauen. Ich hab halt noch nichts. Moment, du darfst es sehr gerne. Priorisiere Schlachten. Weitermachen. Kannst du dich auch um sie kümmern? Nicht den Rest geben. Erfolg bereits. Achso. Behandeln Erfolg bereits. Ja gut. Aber wir müssen irgendwie wieder durchkehren, habe ich das Gefühl. Jean, Lumi, Durchkehrzeit. Müssen wir ein bisschen sauber machen hier, die ganzen Müll, der da rumliegt, kann nicht sein. Trauerkanna. Zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune, starker Entspannungsmangel. Ich habe doch Entspannung gebaut. Als ob ihr alle auf Entspannungsmangel seid. Nee. Zurückgewiesen von Ripper. Lumi wurde von Ripper zurückgewiesen. No. Und Ben wurde von Kanna zurückgewiesen. Okay, verstehe ich nicht. Ich habe doch Entspannung gebaut. Also sehe ich nicht ganz, wo das Problem ist. Sie rennt aber immer nur durch die Gegend. Okay. Wer war zuständig? Ich war zuständig für Aufsehen, ne? Entsprechend müssen wir hier Gefängnis als schuldig angesehen. Läuft in 19 Stunden ab. Türkis Regenara. Bei Freilassung. Reduziere Widerstand.
Wo kann ich die Fraktionszugehörigkeit sehen? Lederart Menschenhaut. Wow. Ja. Die Grünen. Den habe ich minus 80. Ich könnte auf. Könnte plus 12 kriegen von denen, wenn ich sie freilasse. Oder ich könnte einen Menschen kriegen. Ich glaube, ich würde sogar mal freilassen, weil. Moment, was kann die Tiere? Ganz nett. Handwerk, geistige Arbeit. Hat aber. Und hat Fernkampf. Die könnte auch noch eine Jägerin werden. Oder Tiertrainerin, je nachdem. Also ich muss das übrigens, glaube ich, mal größer machen. Ich bin unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich bin unentschlossen. Ob ich, was ich mit der machen will. Bin ich so ein bisschen unentschlossen. Oh, ich kann ja schon Palmen und Bambus und sowas anbauen. Das ist ja interessant. Wollen wir die behalten oder nicht? Ist halt noch eine Frau. 51 Jahre alt. Kannst du einfach freilassen. Ich habe eigentlich genug Leute aktuell für meine Sachen. Wir lassen sie frei. Kannst du das priorisieren? Pflegen von Weisen. Nee, verpflegen sollst du sie nicht. Sollst du freilassen, wenn dann. Aber freilassen kannst du sie nicht, ne? Nicht den Rest geben, ich posiere aktuell keinen Aufseher. Ah, nur Aufseher können freilassen. So, jetzt kann es priorisieren, ne? Verpflegen, reinigen, kann was nicht den Rest geben, reinigen. Hä? Hä? Du sollst sie einfach nur freilassen. Das verstehe ich nicht. Ich will kein Reiniger sein, kann ich den Rest geben. Ich verstehe es nicht. Ihre Ernährung ist ein bisschen problematisch. Hier, Präsiere freilassen, jetzt geht's. Oder auch nicht. Ja, lass du sie mal frei. So. Wir brauchen hier noch eine Tür. Wir brauchen hier noch eine Tür. Wir müssen dann dringend weiter durchsäubern. Auf minus 68 geändert. Kannst du? Ne, du kannst kein Träger sein, ne? Ripper, kannst du kurz hier die passive Kühlung auffüllen, bitte? Damit hier nicht die Leute so heiß werden und so. Das wäre supi. So, Lumi macht ein bisschen sauber, den ganzen Dreck vom Arbeiten mal wegmachen hier. Das Gefängnis aufräumen, damit es den Leuten besser geht. Wir können jetzt Schlafplätze innen schaffen, aber ich glaube, auf dem harten Boden schlafen ist, glaube ich, nicht geiler als im Zelt schlafen, oder? Zurückgewiesen, gestörter Schlaf. Ich verliere halt gestörter Schlaf zumindest. Habe ein Haustier, you. Oh. Ripper, Benjamin. Oh, wir haben sogar schön verteilt, die Haustiere. Das ist ganz geil.
Erschöpfte Kolonisten. Erholung und Entspannung ist super niedrig. Dann geh doch pennen! The fuck? Dann geh doch schlafen! Warum ist sie denn nicht schlafen gegangen die Nacht? Jetzt geht sie schlafen. 19 Uhr, okay. Alpaka wurde gezähmt, nice. Wir müssen übrigens, mir fällt gerade ein, hier das noch auf Tiere stellen überall. Sonst rennt uns das Alpaka nämlich immer sonst wohin. Sammelt mal den Reis ein, Guys. John und Ben? Nee, John und Gander Lumi, mit dem er über den Familienhintergrund redete. Lumi wurde davon erregt, ist es mit John zusammen. John und Lumi wollen nun zusammen schlafen. Denkt darüber nach, hier ein Doppelbett zu bauen. Kann ich hier einfach hier John zuweisen? Und dann hat Ripper hier ein neues Bett. Wann arbeite ich eigentlich gerade? Ach, an der Klamotte. An der Klamotte habe ich gearbeitet. Hugh war die Katze. Ben der Kannibale zusammen mit Lumi. Moment, warum John der Kannibale meinst du zusammen mit Lumi, ne? Du warst Kannibale. Die Frau, die sich um die Pflanzen kümmert, ist mit dem Kannibal zusammen, ist aber auch ein bisschen die Uni. Muss er den Herd übrigens nach oben setzen. Und wir müssen dann die Nahrungsmittel dann nach oben lagern. Deswegen, wir brauchen eine neue Lagerzone. Hier in dem Bereich. Die dann nur für Essen ist. Erlaubt nichts Verrottendes. Nahrung, hergestellt, Rohstoff, Objekte, Waffen, Kleidung, Konstruktion, alles das nicht. Und entsprechend müssen wir hier Lager. Keine Nahrung. Es gibt ja auch fleischfressende Pflanzen. Die John, der Lumi, die Kannibalistenpflanze oder was? John, kannst du vielleicht lieber drinnen sauber machen, anstatt da draußen? Ja, danke. So, jetzt haben wir wieder fast kein Essen mehr. Also wir haben noch Essen, aber wir müssen das erstmal wieder zur Nahrung machen. Wir haben auch noch 60 Portionen hier an Reis. Wir sollten das, glaube ich, erstmal neu montieren. Ripper, kannst du das priorisieren? Aktuell kein Koch. Ne, ich muss hier klicken, ne? Reis von Kanna benutzt. Machen das halt so. Forschung abgeschlossen, komplexe Kleidung. Okay, Forschungsmenü. Wenn ich jetzt Basic Finish mache, kann ich Simple Beds bauen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Cheaterei. Weil ich ja viel einfacher an Betten komme, als es im normalen Spiel vorgesehen ist. Meiner Meinung nach. Dachte ich so. So, und außerdem wollen wir bei Produktion noch eine Schlachtbank hier reinsetzen. Und eine Fackel wäre, glaube ich, auch ganz gut. Moment, müssen wir das ja aber verkleinern. Wir brauchen dann hier die Tierleichen, müssen auch hier irgendwie reingelagert werden. Dammit. Ich sehe schon, wir brauchen hier mehr Platz. Wir brauchen hier mehr Platz für die Einlagerei. Wenn das noch wegmachen. Und den, aber dann war es das schon so ziemlich. Oder müssen halt das hier auch noch wegmachen. Dann müssen wir hier oben dann eine Wand bauen und dann hier reinlüften. Würde ich behaupten.
Ab und zu muss man schon mal die Nahrungsmittel einsammeln. Oder auch das hier. Wenn ich dann die Betten erforscht habe, würde ich anfangen einzurichten, glaube ich. Das kann er immer noch im Modus? Ne, was machen die jetzt? Achso, geht das? Achso, du entspannst dich. Na gut. Entspannung muss erlaubt sein. So, jetzt Zone erweitern. Kriegst das beides? Wobei, müssen sie auch gleichzeitig ein bisschen hier Zone verkleinern. Wir machen, glaube ich, hier in die Ecke die Abfallzone für Leichen. Also für Tierleichen, frische Tierleichen. Erlaubt verrottendes, erlaubt brocken, nope. So, jetzt haben wir hier frische Leichen. Und dann können wir hier eigentlich alles rausmachen. Außerdem Kreaturschlachten wiederhole für immer. Dann können wir den Schlachtplatz hier löschen. Ich glaube, ich würde gern eigentlich noch einen Bogen herstellen. Hier, wir können sogar einen Recurve-Bogen herstellen. Ein Recurve-Bogen ist besser als ein normaler Bogen, ne? Ein fortschrittlicher Recurve-Bogen vom Aufwerfer verhält sich wie eine eingestellte Feder, speichert die Energie effizient und gibt sie einen sehr schnellen Schuss frei. Ich glaube, davon brauchen wir mal 3 Stück. Ja, wir haben 3 Leute, die auf Fernkampf arbeiten. Und die haben bis jetzt nur 2 normale Bögen und diese komische Wurfspeergedöns, was, glaube ich, ziemlich nutzlos ist. Insgesamt. So, es nimmt Form an. Wenig Medizin. Was? Kräutermedizin ist im Lager zerfallen? No! Oh shit, jetzt habe ich Probleme. Ich habe jetzt eine ganze Weile gar keine Medizin mehr erstmal. Weil die Heilwurzel nicht fertig ist. Noch lange nicht. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Gibt es irgendwo Kräutermedizinpflanzen? Sieht es nicht danach aus, erstmal. Muss ich mal so sagen. Ich sehe keine Medizinpflanzen, die hier einfach so rumstehen. Das ist ein bisschen sad. Das ist ein Problem. Insgesamt. Würde ich behaupten. Das ist ein Problem. Da habe ich zwar Nahrung, aber dieses Pflanzdinge könnten mir auf die Füße fallen. Relativ bald. Wie gesagt, ich brauche die Betten hier. Das ist gleich erforscht. Dann haben wir normale Betten erstmal, die wir bauen können aus Holz. Was dann dafür sorgt, dass wir hoffentlich erstmal. Wir haben ja schon, Moment, ein Doppelbett brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch 3 Zimmer. Wir haben nur ein Zimmer. Ja, da haben wir die komplexe Möbel. Also hier gibt es ein. Moment. Hier gibt es ein Simple Bed, weil komplexe Möbel gibt es dann ein Bett. Billardtisch. Doppelbett. Ich glaube, das Doppelbett habe ich ja noch gar nicht. Ja, ich habe nur einen Tisch. Und auch die. Okay, die ganzen. Die ganze Kommode und so ist auch alles. Und Lüftung und sowas. Wusste ich gar nicht. Ja, brauchen wir auch noch komplexe Möbel, I guess. Aber wir können doch jetzt. Jetzt können wir hier Hocker bauen, Tierkiste. Ich dachte, ich kann jetzt Möbel. Ich dachte, ich habe jetzt ein Bett freigeschaltet. Simple Bed.
somewhat comfy net and pillow rest on a sturdy frame. Warum darf ich den nicht, jetzt nicht bauen? Es ist hier nirgendwo. Gibt kein Bett. Kann Nähtisch bauen, by the way. Würde sogar hier noch reinpassen. Wobei ich nicht will, dass so viele Leute in dem Essensgebiet rumlaufen. Ich kann den Nähtisch aber hier unten reinbauen. Hier. Ja, einfacher Nähtisch. Okay, ich verstehe nicht ganz, warum ich jetzt das Bett nicht bauen darf, aber dann müssen wir halt nochmal forschen, nochmal 600 Forschungspunkte investieren. So, jetzt können wir das hier, Zone erweitern. So. Besuchergruppe. Scheinbar waren Bund der Olbobia. Besucht die Kolonie. Scheinbar waren dabei zu haben, okay. What? Konstruktion fehlgeschlagen. No, Lumi! Why you do this? So. Jetzt können wir zum Beispiel Cowboy-Hüte herstellen. Wenn wir dazu die nötigen Materialien haben. Wie wär's? Moment, auch macht denn Kanada das? Das kann nicht unsere Köchin? Dein Lager zählt im Übrigen als Auto, weil es keine Wände hat. So werden die Sachen trotzdem fort. Ich weiß. Aber wobei das nur für Holz gilt und die Waffen, stimmt. Aber danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Ein Recurve-Bogen haben wir. Oh, hier haben wir noch einen anderen Recurve-Bogen. Wo war da noch jemand mit Fernkampf? Du warst noch Fernkampf, ne? Konnten nun dummerweise noch keine richtigen Wände rumbauen, weil dann muss ich das hier erstmal umbauen. Mindestens eins so weiter. Aber jetzt soll ich vielleicht hast du recht, soll ich einfach mal Wände drumherum bauen. So, dann haben wir hier noch eine Tür und das müsste ich dann danach abreißen. Wenn sie angefangen haben, die Wände zu bauen. Aber Ripper ist hier gerade am Recurve-Bogen bauen. Haben wir noch 10 Nahrung? Wenn wer war? Ich war Social, ne? Jo. Was habt denn ihr so? Ihr habt einen Goldspeer. 9000. Wer baut einen Speer aus Gold? Ich hab noch ein Jademesser tatsächlich und einen Knüppel. Hier, Kräutermedizin. Das brauche ich von euch. Das brauche ich von euch. Da habe ich gar keine Medizin mehr. Das ist ein Problem. Ein Rekurvbogen. Hier, ich kann euch 2 Kurzbogen geben. Haben wir ein bisschen Ausgleich. Den Rekurvbogen will ich eigentlich behalten. Wir hatten nämlich noch irgendwo hier Wurfspeer und so. Da, du nimmst auch einen Rekurvbogen. So, dann kann ich euch nochmal was verkaufen. Nämlich diese komische hier Pilum. Ich hätte vielleicht das Lager größer machen sollen, wa? Das müssen wir noch abreißen und dann müssen wir eine. Dürfen wir noch nicht. Eine Kopie dahin bauen. Arbeitsrausch Kanna. Hat ihr hohes Stimmungswert, hat Kanna eine Inspiration davon. Sie wird 8 Tage schneller arbeiten. Geil! So, jetzt bauen wir hier noch eine Kopie hin. Weil wir hätten vielleicht das direkt mal größer bauen sollen, wa? Weil es ist schon abzusehen, dass das Lager zu klein wird. Können wir das hier abbrechen. War ein bisschen Quark, was ich hier gemacht habe. So. Weg damit. Oh, das ist wieder voll hier, ne? Unsere Zone ist wieder voll, unsere Ablagezone für die Steine.
Besucher verlassen die Kolonie. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich die hätte anklicken können mit nimm gefangen. Ne, hätte ich glaube ich gar nicht können, dass ich aber Besucher gefangen nehmen können. Das ist glaube ich nicht der Fall. Aber warum ist Kanna auf Crafting? Ist er kochen? Er hat eigentlich Kochen als höchste Priorität. Sprich, Kochen sollte aktuell nicht möglich sein, weil wir wahrscheinlich wieder kein... Doch, wir haben nur noch 4 Reis. Wir müssen dringend wieder jagen. Hier, Lemuren. Weg mit den Lemuren. Wir brauchen Fleisch. So, dann können wir die Zone hier nämlich erweitern. Wir haben jetzt schon mal hier eine größere Lagerzone. Moment, habe ich hier Zone, Arbeitsgebiet, Tierzone verkleinern. Ihr sollt bitte nicht in mein Lager reinrennen. Finde ich nicht ganz so geil. Wird wieder ein bisschen rumgeschlachtet und dann wird direkt gekocht. Geil. So, hier können wir noch den letzten Fleckchen mit dazu nehmen. Hier sind 17 Grad. 17 Grad verlangsamen leider den Verfall von Nahrungsmitteln noch nicht, ne? Ein bisschen schade. Kann man hier mal den Quatsch einsammeln und unserem Koch hinbringen, damit der nicht immer rennen muss? Wäre ganz geil. Moment, wo rennst du denn jetzt hin? Haben wir noch irgendwo einen... Ha? Huh? Ah, du bist auch am Jagen oder was? Ja, du bist auch am Jagen. Okay. Hast ja richtig lang gejagt. Wenig Nahrung. Mit einem Nahrungsmöglichkeit im Lager kannst du den Ernährungsbalken 20 mal komplett füllen. Aktuell sind 5 Leute, Kolonisten und Gefangene auf Nahrung angewiesen. Die Nahrung reicht noch für 3 Tage. Nahrung kann durch Anbauen von Pflanzen, Kaufen, Suchen oder Jagen von Tieren erworben werden. Okay. Ich glaube, wir haben das erste Mal geerntet hier, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten das erste Mal geerntet. Auf jeden Fall kann er noch hart am Schuften für Essen. Für Essen und für den Abbau, fürs Schlachten von Tieren. Ich dachte allerdings, das Handwerk Ripper macht. Ist Ripper dann nicht hier auch so zuständig? Ah ne, Schneidern ist das, ne? Wer ist denn für Schneidern zuständig? Da ist auch Ripper zuständig. Aber er darf das jetzt nicht weitermachen? Da muss Kanne mal fertig machen, ja. Wenn das Ding gemacht wird, kann Ripper jetzt schneidern? Hier, priorisiere schneidern könnte jetzt machen. Aber er baut Schiefer ab. Aber ich glaube, abbauen machen viele. Priorisiere mal das hier bitte. Das Schneidern, wenn du kannst. Medieval Tournament. Word has spread that the Huntsman, Lord of Wassenregen and Wingen will be hosting a tournament near Tium Stronger. This could potentially be a good opportunity to earn goodwill as well as following prizes. 2000 Silber. Category for this tournament is archery. Having contests with a high shooting accuracy and low mental break threshold would be an advantage. Wir haben im Fernkampf hier jemand mit 13. Das ist schon ganz geil. 9. 7. Also wir müssten dann Jean schicken. Der Fernkampf 13 hat. Aber ich glaube, der hat mit Mental Threshold wird es schwierig, ne? Ocean Lover, Kannibale. Joan, würdest du an dem Wettkampf teilnehmen?
Müsstest bis da runterlaufen. Medieval Tournament Archery. Könnte uns 2000 Silber bringen. In 10 Tagen spätestens. Ich glaube schon, könnte man sogar aktuell entbehren. Denke ich, was waren die Aufgaben von John? Tierpflege, Jagen, Bergbau, reinigen. Immer draufhauen. Dann würde ich dich, glaube ich, sogar dahin schicken. Das heißt, Karawane formieren. Dahin, 2,4 Tage. Tiere sind fähig zu grasen, ja. Akzeptieren. Jean. Okay, wer gehört jetzt zu wem? Meister Jean, Juri, hier, wir schicken dir den Affen mit. Du wirst aber langsamer und brauchst mehr Tagesration. Hast 6 Tage, verdirbt in 2,3. Moment, warum hat er auch eine Kräutermedizin? Hat Jean Medizin? Jean hat keine Medizin. Entsprechend brauchen wir auch keine Kräutermedizin mitgeben. Einfache Mahlzeit. Können wir ihm nicht einfach ein bisschen Reis mitgeben? Oder Beeren? Beeren haben wir ganze 2, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Wir können ihm nicht einfach 60 davon mitgeben? Weil das verdirbt halt in 2,3 und das sind 21. Kann ich aber 75 mal Reis mitnehmen? Für die Wegzehrung? 8 mal? Warum denn eigentlich 8 mal davon? Das ist nur ein Moment. Nee, wollte gerade sagen. So. So, wir geben dir 70 mal Reis mit und 6 einfache Mahlzeiten, würde ich sagen. Ich glaube, du hattest eine Distanz von 2 Tagen oder so. 5 einfache Mahlzeiten. Ja, wir geben dir 5 einfache Mahlzeiten mit. Entsenden. Auf geht's. So, wir brauchen jetzt, glaube ich, noch... Oh Gott, wo war denn das? Nur diverses? Hier, Karawansammelstelle. Kurz vorm Eingang wird die Karawane zusammengebaut. Vielleicht kriegen wir da ja sogar 2000 Silber, dann können wir uns einiges kaufen. Bei nächster Gelegenheit. Oh, schon abgeschlossen, komplexe Möbel. Nice. So, jetzt ist die Frage Steinhauerei. Wäre schon ganz geil für unsere Kunstsachen auch. Wenn wir die Steinmetzwerkbank kriegen. Oder Schmieden. Schmieden. Ach, die Pickaxe würde wahrscheinlich auch das abbauen. Feuerbare Schmiede, Maschinenbau, Elektrizität. Wir brauchen eigentlich die Elektrizität. Früher oder später. Die Frage ist, brauchen wir irgendwas anderes vorher? Wir könnten noch für einen Langbogen gehen. Modern Furniture, Dartboard, Artisan Furniture, Beekeeping, Gunpowder. Könnte man halt Waffen herstellen. Kunststoffe mit 70% multipliziert. Und die Teststufe deiner Fraktion liegt bei Steinzeit, aber die Teststufe dieses Projekts liegt bei Mittelalter. Die Forschungsdauer wird mit 67% multipliziert. Projektbasiskosten von 1600 an sich wegen deiner Teststufe auf 2400. Okay, ich vermute mal, wir sollten erstmal schmieden oder sowas. Oder Elektrizität erforschen. Hier haben wir das gleiche Problem. Also erstmal schmieden. Damit wir grundlegende Sachen machen können. Wie Waffen und Eisen einschmelzen und sowas. Freigeschaltete Elektrizität, hier befeuerbare Schmiede. Auf geht's für Schmiede. Damit wir ein bisschen vorankommen. Und ich gieße mir noch eine neue Tasse Tee ein. Falls ihr auch Tee habt, ne, jetzt mal ein guter Zeitpunkt, euch eine Tasse einzugießen. Was? Karawane reißt jetzt ab. Okay. Cowboyhut erstellt. Wir haben alle Cowboyhüte auf, ganz geil. Wie sieht denn das hier aus mit neuen Aufgaben? Cowboyhut sind durch. Kriegsmasken bieten die Schutz?
Er über Kriegsmaske. Eine kunstvolle, angsterfüllende Kriegsmaske verbirgt das Gesicht des Trägers und macht ihn selbstbewusster. Entflammbarkeit, 100% Attraktivität, Arbeitsaufwand, Verrottungsrate, Schicht, Rüstung. Es gibt ein bisschen Rüstung. Minimal. Rüstung, Hitze, Wucht, Schnitt. Isolierung, Kälte, Isolierung, Hitze. Material ändern? Nee, gibt's nur Holz. Wir hatten letztens schon das Ding mit dem Staubmantel, ne? Rüstungsschnitt. Minimale Rüstung gibt der auch. Also Klamotten geben generell Rüstung, aber ich glaube die Leather Armor gibt mehr, ne? Ja, die gibt viel mehr. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen Leather Armor herstellen. Wenn wir das noch können. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ansonsten Flickenleder herstellen. Wiederhole für immer. Also ich hoffe, er verarbeitet jetzt nicht alles Leder zu Flickenleder. Das wäre ganz schön kacke. Hoffe ich mal. Ripper und Ben, ey. Ihr prügelt euch schon wieder. Ripper beleidigt die Haltung von Ben. Das hat Ben richtig wütend gemacht und er schlug zu. Ripper, du kannst mir einfach sagen, ich soll mich gerade hinsetzen, anstatt irgendwie einen blöden Spruch von der Seite zu bringen. Meine Güte. Nahkampfstufe 10. So müssen wir uns wieder verarzten, weil du hier irgendwie beleidigend rumrennen musst. Mann. Wenn ich gegessen habe, muss ich dich verarzten. Hier. Reduziere Behandlung von Ripper. Auch wenn wir uns nicht mögen, wir wollen hier zusammen überleben. Ich glaube, ich muss übrigens mal wieder ein bisschen Holz hacken, wa? Ne, nicht das da, das da. Ich ist mal wieder dran. Irgendwas ist hier gestorben. Ach, Hugh hat ein Wasserschwein gefressen. Hugh hat ein Wasserschwein sich erlegt. Wer ist nicht mit Tierpflege? Wer ist beim Tierpflege drin? Da ist Ben mit drin. Und beim Aufsehen. Also Ben sollte sich um die Tiere kümmern, dass die genug Nahrung haben. Haben die genug Nahrung? Ernährung? 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 Ja, sieht ganz okay aus. Wachstum Wolle 27,45%, weil das Scheren der Wolle ist ja dann auch Teil des Kümmer dich drum. Okay, jetzt stelle Flickenleder her. Ich hoffe, ja, 31,19. Ich hoffe. Wie viel macht er denn davon? 50 Flickenleder. Ich glaube, das Flickenleder kann man dann wieder mehr herstellen. Aus dem Kleinleder kannst du nicht alles herstellen, soweit ich weiß. Ja, genau, 16 und irgendwie, ja, sind wir dann nochmal 34. Okay, wir verarbeiten 50 Mischledersachen zu Flickenleder. Wir sollten aber mal kurz eine Leather Armor herstellen, das ist schon oben drüber. Benötigt 100 Materialien, aber wir brauchen 100 vom gleichen. Aber wir sollten jetzt 100 Flickenleder haben, bin ich das richtig? Jupp. Sollten wir jetzt die Leather Armor herstellen können. Wird sich ein bisschen entspannt. Was ist eigentlich mit Saubermachen geworden, Leute? Müssen wir ein bisschen wieder sauber machen. Da wird die Armor hergestellt. Geil. Jawohl, Lumi macht wieder sauber. Finde ich gut. Krankheit, Wundinfektion. Ripper ist an Wundinfektionen. Die Infektionen taten Folgen Körperteil auf Oberkörper. Ach, Ripper, nur weil du mich provoziert hast. Ups, das wollte ich nicht. Halt. Stelle sicher, dass du die Krankheit, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast, sogar dafür, dass Ripper eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um schnell wieder gesund zu werden. Priorisiere Behandlung von Ripper. Oh, wir haben keine Medizin mehr, wa? Ach, scheiße. Wir haben jetzt eine Wundinfektion und keine Medizin. Na, herzlichen Dank. Oh, weil das nicht wächst. Wachstumsrate ist rückgängig. Hallo. Rate ist rückgängig. Nicht der Prozentsatz gewachsen. Ach, dammit.
Ach Mann, ey. So, jetzt stellst du her noch eine Lederarmor. Geil. Bist halt wundinfiziert. Das ist echt nicht gut. Aber Lederarmor herrscht nur der ewig. What? Das sollte nicht passieren. Das war nicht der Plan, dass du diese Stelle abbaust. Kannst direkt wieder aufbauen. Mir ist nicht ganz klar, warum wir uns nicht mögen, Ripper. Wir sind ja ständig nur am Streiten, ja. Wir hielten sich über Terroristen. Ben und Lumi tauschen ihre Ideen über die Ewigkeit aus. Die Ewigkeit. Boah. Über die ganze Ewigkeit noch viel weiter. Moment, das jetzt kann er nicht mehr. Nicht mehr kann er was. Achso. Du sollst schon kochen, hauptsächlich. Kannst du nicht mehr kochen? Ah, du bist im Entspannungsmodus, wa? Oh, man spielt das mit der Seite. Dann sollte ich vielleicht nicht da hinstellen. Behandlung benötigt. Qualität 11. Wundinfektion schwer. Ach, das ist doch scheiße. Ripper, ich will nicht, dass Ripper stirbt. Das dauert ewig, bis die Heilwurzeln gewachsen sind. Ach, shit. So ein Mist. Wenn ich Pech habe, stirbt das Ripper einfach nur an der Wundinfektion. Biss Mensch Zähne. Ich hab dich gebissen. Ich hab dich gebissen, deswegen gab es eine Wundinfektion. Oh Mann. Training erfolgreich angreifen. 2 von 2. Wir arbeiten sogar theoretisch zusammen. Oder gehen wir uns so auf den Sack, ja? Überfall die Tomahawks. Ist einer. Aber mit Rüstung diesmal. Ich habe immer noch keine Verteidigung gebaut. Ich voll Nulpe, ne? Sicherheit. Barrikaden. Greifen die direkt an? Sie müssen danach aus. Caramel when animals wander in. So, das heißt aber, wir müssen alle in Kampfmodus versetzen. Guten Morgen, Xeli. The Huntsman and the category art is archery. Also, genau. Participate. Jean. Tournament one! Geil. Groove, Indian Elephant Abandoned and Lost Wanderers Inn. Wir wurden niedergebrannt von drei Angreifern, Xedi. Und dann kam ein Mann in Schwarz, der kommt ja immer, wenn du, ne, alle K.O. hast, so als letzte Rettung, wenn du das erste Mal alle K.O. hast, der zwar unsere Leute retten konnte, aber keine Medizinskills hatte und dann sich einfach verblutet in ihren Betten. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt neu. So zum Ort springen. Wir haben einen indischen Elefanten haben wir bekommen, ja. Und wir haben das Tournament gewonnen. Er hat 6000 Fernkampf-EP bekommen. Bas was not able to strike his targets. John accurately struck his targets with dexterity. John precisely hit their targets. John has finished one out of four in the tournament. You've gained goodwill with the Wares and Kingdom and won the following prizes. Jetzt muss ich aber, glaube ich, wieder sagen, dass du zurückkommen sollst, wa? Moment, wie kann ich das machen, dass jemand zurückkommen soll? Gewicht, Bären, gesammelte Nahrung pro Tag 12,2. Oh, wir sammeln sogar noch Nahrung. Wie konnte ich denn das machen, dass zurückkommen? Ah, Betritt Rathaus muss ich machen, okay.
Easy Win, ja. War tatsächlich ein Easy Win. So, jetzt muss ich hier gucken, was hier läuft. So. Ben, du musst, glaube ich, jetzt mal den ein bisschen face tanken, wenn der gleich näher rankommt. Alumi ist ja auch im Nahkampfen, ne? Wo ist ein Kanna? Kanna ist am Arsch der Welt. Oh Gott. Ripper darf er nur nicht verletzt werden. So, deswegen greift Ripper von der Seite. Jawohl. So, jetzt können wir direkt. Kann der irgendwas? Fernkampf 13, Konstruktion, Tiere, Kunst, Handwerk. Erstmal gefangen nehmen. So, erstmal haben wir das ja ganz gut gelöst hier. So. Ah. Nimm gefangen. Jawohl. Das lief doch ganz gut. Und das Silber sammeln wir ein. Und das auch. Also ich habe ungefähr 20 Minuten heute noch gespielt, Xeli, und dann war meine Kolonie komplett RIP. Von gestern. So. Jetzt. Sklavenpreis bei Freilassung nichts gewinnen, als schuldig angesehen. Ben, kannst du dich kurz um sie kümmern? Eh keine Medizin, da kannst du einfach irgendwie, keine Ahnung, verbinden oder sowas. Dass überhaupt mal behandelt wird. Da ist aber einiges kaputt gegangen. Moment, aber, wenn wir schon dabei sind, ziehen wir sie auch aus. Medizinischer Notfall? Oh, Ripper, 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 Ripper. Ich hab halt keine Medizin gerade. Wo ist denn Ripper? Kann ich nicht behandeln. Kurz davor in einer schweren Erkrankung zu sterben. Life-threatening Wundinfektion extrem. Ich hab keine Medizin! Ach fuck, Ripper, es tut mir so leid, Mann. Das dauert halt noch 2 Tage oder so. Sie ist auf 78%. Ach, Kacke, Mann. Ach. Weil Ripper Ben beleidigt hat, hat Ben ihn gebissen und dann kam eine Wundinfektion dazu. Toll. Hättest du mich mal nicht beleidigt. Behandlung benötigt. Ich habe sogar Behandlungsqualität von 20% höher. So, ich kann die halt nur normal behandeln und dann wird halt die heilt die nicht ordentlich. Ich sehe schon, wir werden hier rekrutieren, einstellen oder zumindest den Widerstand erstmal einstellen, weil wir einfach keine Medizin haben. Das ist so kacke. Ich glaube nicht, dass Ripper das überlebt. Das wäre ein Wunder. Ben mit einer ziemlich üblen Narbe, weil es eine extreme Wundinfektion war, von der er sich erholt. Ja. Ripper ist gestorben. Ripper ist gestorben. Und in Polly geht deswegen in Trauer und läuft traurig umher. Dies geschah, weil Ripper verstarb. Ein Cori. Ach, so eine Kacke. That's not what I wanted to have there. Priorisiere Tragen von Ripper? Nee. So, ist Lumi baut hier mal das und priorisiere Beerdigen von Ripper. Sad life. Aber jetzt kann ich das nicht fertig bauen, ne? Jetzt kann ich die Lederarmor nicht fertig bauen, weil man die, glaube ich, nicht weitermachen darf. Aktuell kein Schneider, aber ich war Schneider, ne? Darf ich das? Und jetzt nicht, ich habe eine unfertige Lederarmor, die ich nicht mehr weitermachen darf. Die ich nicht mehr weitermachen darf. Ach, so eine Kacke. Wenig Medizin, ja. Ach nee.
Wir sind halt irgendwie 15 Medizin ganz am Anfang verfallen. Das ist doch aber dumm. Warum darf ich ein unfertiges Dingens, was jemand anders angefangen hat, nicht weitermachen? Das ist doch blöd. Also jetzt ernsthaft, das ist doch richtig blöd. Ach, wenn ich auf Abbrechen mache, wird es wieder normal. Haha, okay. So geht's. Dann habe ich nur ein bisschen Leder zumindest verloren. Ach Mann, Ripper, das tut mir so leid. Das ist doch kacke. Polly läuft nicht mehr traurig umher. Ich wollte Ripper nicht töten, aber Ripper hat mich beleidigt. Dann ist mir die Hand ausgerutscht. Was machst du jetzt? Achso, die einfach mal ins Inventar. Verrückter Gorilla. Oh oh. Menschenjäger. Wir müssen eventuell mal kurz unsere Safe Zone angucken. Okay. Safe Zone ist gut. Safe Zone erweitern. Das hier. Und ich glaube, wir werden mal alle kurz in die Safe Zone setzen. Safe Zone. Bis der Gorilla weg ist. Ich hoffe, Jean kommt jetzt nicht direkt zurück. Weil wenn der Gorilla uns nicht sieht, greift er uns auch nicht an. Durch Türen geht er nicht. Komm schon, Gorilla, verpiss dich. Man kann das auch aussitzen, soweit ich weiß. Ich weiß, ihr habt gerade nichts zu tun. Ich weiß, aber geht jetzt nicht anders. Wir müssen jetzt mal kurz... Ich will mich nicht mit einem Gorilla anlegen. Ich habe das Gefühl, der knüppelt uns komplett rund. Weil der eh schon aggressiv auf uns geht. Ich habe noch 8 Essen. Moment, warum liegt ein... Liegt erstmal ein Recurve Bow? Ich heb den zumindest mal auf. Ich will vielleicht nicht unbedingt meinem Gefangenen einen Recurve-Bogen geben. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Okay, aber wir können aber Betten inzwischen machen. So, ich wollte hier ein Doppelbett reinbauen. Eine Kommode. Planen wir mal in der Zeit, ne? Und Nachttische. Können wir hier ein normales Bett reinbauen? Kommode, Nachttisch. Und entsprechend können wir hier auch die normalen Betten reinbauen. Nachttische. Und Kommoden. Und entsprechend auch Fackeln. Dann haben wir nun deutlich, deutlich mehr Komfort für unsere Leute. Die müssen dann ein bisschen happier sein. Wo ist der Gorilla hin? Der ist kein Menschenjäger mehr. Geil, wir können die Leute wieder rauslassen. Cool. Hat sich wieder beruhigt, der Mann. Hat funktioniert. Wir mussten nicht mit ihm kämpfen. Das ist alles, was ich wollte. Wenig Nahrung. Wir sind ja dabei. Wir sind ja dabei. Das mit der Medizin am Anfang verdorben. Es ist so ein Pech, ey. So ein Pech. Ab und zu fressen, glaube ich, meine Tiere mal die Medizinpflanzen. Hört auf in der Kacke. Hier. Stop it. Als ob er gerade irgendwie 80% der Pflanze gefuttert hat. Okay. Zone. Aber es gibt verkleinert Tiere. Ihr dürft nicht auf den Bereich. Das ist nicht eure Nahrung. Fressen mir das Reis oder Rauchblatt, aber doch nicht meine Medizinpflanzen. Geht's noch? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich brauche wieder Holz, ne? Ich glaube, ich muss Lumi jetzt mal wieder auf Waldarbeit setzen, weil die richtig hart abgeht mit der Geschwindigkeit bei den Bäumefällen. Die wollen doch eh nur einen guten Stoff. Ne, die fressen ja die Medizinpflanzen und nicht das Rauchblatt.
Sie haben ja die ganze Zeit die Medizinpflanzen gefuttert. Also haben sie gerade nicht den guten Stoff gefuttert. Ich finde es geil, dass hier einfach mal Leder rumliegt. Teil eines Raumschiffs, das du abreißen kannst, ist angekommen. Oh, hier, da kriegt man immer Dinge her für Elektrizität später, braucht man das. So, Bauteile oder sowas nennt sich das. Was ist das eigentlich für ein Knüppel aus Stahl? Irgendwie fehlt mir noch eine Option, Sachen zu reparieren später. Wenig Nahrung, ich arbeite an der Nahrung, ich arbeite dran. Animal Transport Pod Crash. Moment, wer kann mit Tieren umgehen? Tierpflege, Ben. Rette Sarah. Metallschirm. Metallschirm muss erst später ansammeln, wenn ich es schmelzen kann. Dann kann ich mich Eisen daraus kriegen. Ich hoffe, das Tier schließt sich an. Das wäre ziemlich awesome. Tatsächlich, weil... Wo läufst denn du hin? Warum läufst du so rum, um es zu holen und so rum, um es abzugeben? Bist du verwirrt? Ach, es ist gestorben, wa? Ja, natürlich. Ach. Zu schwer. Ist das dein Ernst? Ja, dann musst du das halt tragen. Dann gibt's halt zumindest Leder und Fleisch daraus. Ehrlich, die Wegfindung ist echt weird. Das ist den richtigen Weg gelaufen, aber den falschen Weg zurück. Also den richtigen Weg hingelaufen, aber den falschen Weg zurück. Wir haben wieder Medizin. Oh. Einlagern. Kommt schon. Direkt weg. Weg mit dem Quatsch. Jawohl. Direkt Medizin einlagern. Leider 2 Tage zu spät für Ripper. Karawane bei Rathaus eingetroffen. Ah, Jean ist wieder da, okay. Ja, du kannst einfach rankommen. Und jetzt kommt ein Überfall. Die Piratengruppe, die Tomahawks. Das ist zum Glück nur einer. Dem Leo schon mal auf dem Rücken die Umgebung zeigen. Mhm. Da bist du direkt abgeschmiert. So. Erstmal geht's heim hier. Jean, hast du etwa Besuch mitgebracht, ja? Vielleicht ist das richtig. Leute. Kriegs Zeit. Hier auf dem offenen Gelände. Lumi ist Nahkämpferin, Ben ist Nahkämpfer, entsprechend lauft ihr wieder ein Stück nach vorne. Sean kann direkt von der Seite kommen hier. Und Kanna kann sich auch noch ein bisschen verteilen. So, jetzt haben wir gar niemanden mehr zum Einlagern. Doch, wir können hier noch einen Moment. Wollen wir den haben? Das ist die andere Frage. Fernkampf, Nahkampf, Pflanzen, Kochen. Der kann halt nichts. Moment, das ist eigentlich unsere Medizin. Ne, ich bin unser Mediziner, ne? Kann nichts außer kämpfen. Jetzt mal Kampfmodus verlassen. Und du kannst... Moment, gefangen nehmen. Dazu brauche ich aber ein Bett. Kopie bauen. Du bist aber auch nochmal hier gefangen nehmen. So. Ben, nimmt bitte gefangen. Ey, nicht mehr Leute fressen, wenn die schon tot sind. Bitte. Muntermacher. Aha. Wir sammeln Muntermacher ein. Kannst du mal kurz das Lagerfeuer auffüllen, bitte? Wenn es da wieder Licht gibt. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch die Fackel bitte auffüllen. So. Gefängnis. Bei Freibelassung nichts. Behandeln von Young erfolgt bereits. Wenig Medizin, ja. Ach nee, jetzt kriegt der halt Medizin, ne? Ach. Main Coon Szene. Recurve-Bogen, Stich. Stich-Recurve-Bogen. Stich-Recurve-Bogen. Kratzer, Maine Coon Pfote, also Maine Coon und Recurve Bogen hat die Arbeit gemacht und Knüppelprellung. So. Nicht beim Schlafen. Sklavenpreis. Verbleibender Widerstand.
43. Kannst du den erstmal ausziehen? Lass mich nackt frei. Aber ich krieg keinen Beziehungsgewinn durchs Freilassen. Das irritiert mich ein bisschen. Lumi wird auch noch behandelt. Jawohl. Dass wir das hier nicht bauen, irritiert mich ein bisschen. Fehlt da echtes Holz? Oder ist das jetzt ein Problem mit der Zeit? Krankheit, Wundinfektion. Ja, die kann ich natürlich jetzt behandeln, weil ich habe ein bisschen Medizin und hier kommt gleich noch mehr Medizin demnächst. Ach, shit. Moment, futterst du jetzt Muntermacher? Nee, du hast die Muntermacher hier hin platziert, okay. Sammel mal bitte die Sachen ein von dem dann, Dummi. Machen nieder. Ich will die Leute eigentlich nicht exekutieren. Weil ich glaube, dass dann mögen die mich noch weniger. Welcher Fraktion gehörst du? Die Tomahawk. Ach, das ist die Piratenfraktion. Na gut, mit denen kannst du dich, glaube ich, eh nicht gut stellen. Okay. Nevermind, dann. Wer macht denn das von uns? Sean ist eigentlich unser Jäger, war unser Kämpfer. Der erholt sich aber gerade noch. Er pennt noch. Zusammenbruch leicht, Lumi. Stärkere Schmerzen, kein ansehnliches Schlafzimmer, mein Freund starb. Ach. Möchte bei Jean schlafen. Ach ja, ich hab. Okay, wir müssen das hier. Kein Materialholz. Ja, Lumi, wie wär's, wenn du das Holz mal abbaust? Wir machen mal kurz hier Feldarbeit. Wo ist Feldarbeit? Wir machen mal kurz die Feldarbeit auf 2. Dann machst du Waldarbeit 1. Auf geht's. Heute ist Abholztag. Fürstblatt. Ah, ist tot. Ich muss. Ach doch, Ben hat's exekutiert. Ich hab's also exekutiert. Gerechtfertigte Exekution minus 2. Es gibt immer noch Minus? Kolonist gestorben. Und dann sehen wir leichter Entspannungsmangel, zurückgewiesen von Lumi. Okay. Wir brauchen noch ein Grab. Ich brauche irgendeinen Gräber hier oben so, da. Für die Eindringlinge. Umi, kannst du kurz ein Grab wenigstens bauen, damit wir die Leute beerdigen können? So, dann kann sich auch Ben darum kümmern. Kann doch nicht. Kann sich Jean darum kümmern? Hier. Jean, beerdige mal den Typen. Wenig Medizin. Ja, ich arbeite doch an dem Großhändler von Arian. Die sind Großhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verbleiben, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen, allerdings würde es ihre Fraktion verärgern. Ah ja. Die Großhändler kommen. Wenn hätte ich nicht mehr irgendwo einen Auftrag gegeben, von wegen irgendeinen Tisch abbauen? Hier. Wieso sind der nicht eingeliefert worden? Das ist doch Quark. So, Ben ist noch am Forschen. Jetzt sind sogar nur 4, das sind jetzt weniger als beim Anfang, ne? So. Ich kann euch Alpakas abkaufen. Oder meine verkaufen. Reis, Eichhörnchenfleisch, Ziegenfleisch, Schokolade, Kraftstoff, Bauteile, fortschrittliche Bauteile, Stoff. Ich kann euch das Leder theoretisch verkaufen. Großkatzenfell, Muntermacher. Muntermacher ist, glaube ich, eine Droge, oder? Nutzt und ermöglicht es ihm, über längere Zeitraum hinweg zu arbeiten und zu müden. Wenn Psy-Würger diese Droge zu sich nehmen, halten sie beim Meditieren mehr Psy-Fokus als sonst. Jetzt geht's wieder. Psy-Würger, vermute ich mal. Das ist alles schlecht hier. Schlechter Kram wird einfach wegverkauft. Guter Parker. Heavy Plate Armor. 3000.
Wir haben noch eine schlechte Mütze, wird auch wegverkauft. Tische. Oil Table. So richtig großhändlerisch ist der gar nicht. Also, der hat Fisch dabei. Wir verkaufen einfach nur ein bisschen Kram bei denen. Hier, Lumi hat schon komplett den ganzen Tag abgeholzt, ne? Dann gibt es auf jeden Fall einiges an Holzfortschritt. So, wer kann jetzt bei uns noch bauen? Ich bin noch der Bauer, ne? Aktuell, Moment, ich bin kein Bauarbeiter? Bauen ist nur Lumi, oh shit. Ripper war unser Bauarbeiter. Nee! Jetzt kann nur noch Lumi Sachen aufbauen. Oh mein Gott, der Preis steigt, wenn sie komplett gesund sind, so... Was? So wie der Fraktionswohlwollen. So, jetzt können wir hier wählen. Und zwar Lumi und John. Ihr beide dürft schon mal drinnen wohnen. Was forsche ich eigentlich? Ach, am Schmieden. Immer noch umgelenzt hier. Wir brauchen halt wirklich viel Holz aktuell für die ganzen Sachen, die wir hier bauen wollen eigentlich. Hier ist auch noch was. Ein Alpaka ist trächtig. Jawohl. Das ist immer gut. Das höre ich doch gerne. Wenn die mit einem Gorilla zähmen wollen können, dann ganz gute Kampfunterstützung, wa? Früchte und Samen ist der. Große Problem, was ich sehe, Lumi ist diesmal gefühlt die Dame für alles. Ripper war derjenige, der bauen sollte. Ripper ist halt gestorben. Ripper war eigentlich der, der craften sollte, das hier alles bauen sollte. Das ist der Punkt. Und das Felder und Holz überlappt sich leider immer. Weil das halt Pflanzengedöns ist. Also das hatte ich eigentlich doppelt vergeben. Ich hatte Bauen und Feldarbeit mehrfach. Aber aus irgendeinem Grund, Ripper war, glaube ich, der, der halt für beides noch mit zuständig war. Der ist einfach gestorben. Das ist halt das Problem. Jetzt habe ich halt hier jemanden, ne? Mit Konstruktion und Handwerk. Krankheit, Malaria? Jetzt hört's aber auf! Och, kommt schon, Leute. Ich habe doch kaum Medizin. Ich werde aber auch oben, unten, links und rechts gefickt. Aber ich glaube, es reicht jetzt mal wieder mit dem Waldarbeiten. Feldarbeit, Lumi. Switch mal wieder. Wir brauchen die Medizin. Leute, sammelt die Medizin ein. Jetzt haben wir zumindest wieder 16 Medizin. Das ist ein bisschen Vorrat, ey. Holy moly. Moment, kann ich eigentlich... Effekt bei Malaria leicht versteckt. Kann ich ihm einfach sagen, er soll im Bett liegen den ganzen Tag? Dann wird halt das mit dem nicht gehen. Also sobald er mit Forschung, glaube ich, fertig ist, würde ich sagen, okay, leg dich ins Bett. Was eigentlich jetzt gleich sein müsste. Ja, noch einen? Noch ein Tick, lol. So, Schmieden abgeschlossen, Forschungsmenü. Als nächstes, Elektrizität kann ich immer noch nicht machen. Drogenhandel, Medizinherstellung. Oh, Medizinherstellung ist so teuer. Steinhauerei wahrscheinlich als nächstes. Lange Klingen. Achso, Battle Axe, Harpoon, Langschwert, Speere, Plattenrüstung. Kann man halt Rüstung herstellen. Wäre auch ganz geil. Wird unsere Leute überleben. Aber ich würde ja trotzdem jetzt hier Tagesplan schlafen, Ben. Der Simulant darf jetzt den ganzen Tag pennen, damit er sich erholt. Und wer ist denn, aber du bist der Einzige, ich bin auch der Einzige Mediziner, warum kriege ich denn jetzt noch Malaria? Ich bin der Einzige Mediziner noch. Ach nee, Kanna ist noch Arzt. Aber ich darf es nicht verarzten. Das ist nicht erlaubt.
krieg halt jetzt ständig Krankheiten rein. Das war früher nie der Fall. Aber heute Krankheit, 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 Krankheit. Alles krank. Alles krank. Lumi, du musst mal kurz priorisieren, dass wir Dinge bauen. Bauen. Cheetah-Fleisch ist ja gut. Fleisch, meine Güte. Nicht ganz so wichtig. Kannst du bitte Betten bauen? Das ist wichtig, dass ich Ben ins Bett legen kann. Vielleicht überlebt das dann besser. Oh ne, du musst an dem priorisieren, bitte. Nicht mehr inspiriert, Arbeitsrausch. So, jetzt kann ich hier sagen, Besitzer Ben. In der Hoffnung, dass ihm das hilft, dass er dort im richtigen Bett liegt. Wo ist er denn jetzt? Als ob du jetzt arbeitest. Du bist auf Schlafen gestellt. Da kann ich halt auch nicht helfen. So, ihr müsst jetzt aber wieder happy sein, ne? Hatte Sex, Meinung von Zhong, Liebhaber. Oh. Zhong und Lumi, ja, knack, knack, knack. Also er ist komplett auf Schlafen gestellt vom Tagesplan her, ne? Macht er trotzdem, er arbeitet. Fängt die Malaria leicht versteckt. Also eigentlich so viel pennen wie geht. Das war meine Idee, aber... Macht er anscheinend nicht. Caravan Animals Wander In. Schon wieder. Wieder einen indischen Elefanten gekriegt. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Varianten davon, ne? Hier, Indian Elephant. Nee, nicht der. Das war der letzte. Dann müsste das der andere sein. Nö. Laufen die auch wieder raus? Kann das sein? 10% Chance, dass sie mit 10 fehlschlägt, dass sie angreifen. Das Risiko will ich eigentlich gerade nicht eingehen. Wo bin ich hier? Wie sieht es mit meiner Nahrung aus? Ja, ich nehme mich halt fast komplett von Reis gerade. Ist halt einfach so. Dann muss ich das hier übrigens mal kleiner machen. Und zwar Zone verkleinern. So. Ich glaube, ich sogar noch eins verkleinern und dann bauen wir eine neue Anbauzone mit was. Zwei. Hier. Und bauen wir da hin. Erdbeeren, Mais. Wir nehmen Erdbeeren noch. Volles Hürde von allein auf zu pennen. Ja, aber da stand ja extra, ich soll dafür sorgen, dass er so viel Ruhe kriegt wie möglich. Deswegen habe ich jetzt auf das gestellt. Training erfolgreich angreifen. Habe ich denn jetzt? Nichts. Könnte mit Kanna verbinden. Hat Kanna noch einen... So. Gut möglich Tiere auf Level 1, hat Level 0. Sean hat dann zwei. Da ich gerade Angst habe, dass Ben stirbt. Wobei die Tiere sind nicht ganz so schlimm, wenn die ein bisschen traurig sind. Training fehlgeschlagen, Zahnheit 4 von 5. Habe ich hier oben habe ich die Fackel vergessen, by the way. Katastrophe alles. Also wirklich, dass Ripper gestorben ist. Ich habe halt mit 5 Leuten gerechnet, dass ich die schön verteilte Aufgaben habe, aber das ging ziemlich schief. Ich glaube, sind wir mit Bauen bald fertig? Ne, wir bauen hier noch schon diesen Gefängnisgedöns. Müssen noch fertig bauen. Achso, und die Gräber schon mal ausheben für die Zukunft. Anscheinend werden nämlich noch Leute sterben. Was läufst denn du jetzt hin? Achso, reißt Schiffszellen ab, ja, weil das auch bauen ist. Psychisch, prumm, schwach, männlich.
eine Welle von Angst und Wut. Och nee, jetzt sind auch die Männer dann noch sauer. Ich habe nur noch zwei, aber die haben auch noch schlechte Laune, die Männer. Nicht cool. Umi. Reduziere Tragung von Bauteil, bitte. Wenn du das schon da bist, kannst du es auch mitnehmen, wenn du schon zurückläufst. Bede, bede, bede. So. Demontieren, 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 demontieren. Lumi da. Besucht ein Grab. Oh! Ach stimmt, weil Lumi mit Rupert befreundet war. Deswegen entspannt sie dabei. Ben, Zusammenbruch leicht. Psychisches Brummen, starker Entspannungsmangel. Okay, dann kriegst du ja noch ein bisschen Entspannung rein hier. Ich hoffe, das macht dich happy. So, jetzt kann ich aber hier noch... Wir hatten noch Jean, der noch draußen wohnt, ne? Nee, Kanna. Entschuldigung, Kanna, nicht Jean. So, jetzt haben wir niemanden mehr, der hier ist. Und Lumi müssen wir wieder auf Feldarbeit, glaube ich, stellen. Danach auf Waldarbeit. Kann ich noch irgendjemand anderes auf Waldarbeit stellen? Wo? Ja, mich kann ich noch auf Waldarbeit stellen. Aber ich bin halt permanent eigentlich am Forschen aktuell. Ich hätte Ripper halt. Die Wundeinfektion kann man heilen, wenn man Medizin hat. Ich hatte halt nur keine Medizin. Achso, der will kein Träger sein. Ich vergaß. Behandlung benötigt. Dann behandle dich doch bitte. Ja, mach das sogar. Okay, ich behandle mich sogar selber, was die Malaria angeht, ja? Qualität 70%. Das ist sogar ziemlich nice. Also ich denke, die Chancen, dass wir das überstehen, sind sogar ganz okay. Ein Tiger macht Jagd auf Juri. Wer war denn Juri? Der Affe. Juri, Safe Zone. Okay. Tiger macht Jagd auf alle. Und Lumi muss weglaufen. Bitte alle anderen. Oh ne, auf Polly geht's jetzt. Nicht meine Tiere? Ach, du bist ein blöder Scheißtiger. Moment, ich soll nicht im Nahkampf angreifen. Was soll denn die Kacke? Warum greift ihr im Nahkampf an, ihr Vollidioten? Hier. Tiger den Rest geben. Der hat schon... Ach, dass die immer wieder meine Tiere töten. Jetzt ist Polly auch noch gestorben. Wer ist denn jetzt wieder super sad? Ah. Wann habe ich... Ich habe den Juri sogar noch gerettet, aber alle anderen... Ihr Tod, Polly, Kogi. Wurde zerrissen. Wem gehört denn der? Ne, Polly war der von Ripper. War der schon neu zugeordnet? Bedürfnis. Mein Freund starb. Nein. Mein Freund starb. Hungrig. Nee. Stärkerschmerzen. In der Hitze geschlafen. Abscheuliches Schlafzimmer. Keine Ahnung. Du wolltest den Polly, glaube ich, Kanna weitergeben, aber hast noch nicht gemacht. Na, wenigstens dann keiner das hat, dass jetzt das Haustier verreckt ist, ey. Wenigstens das. Das wäre jetzt noch schlimmer. Jean benötigt Holz. Ach. Kann Jean ein bisschen Holz machen? Kein Forstwirt. Jupp.
waren hier in dem Zelt einfach, ne? Komplett geschlachtet wurden alle. Was bin ich denn eigentlich jetzt? Ach, ich mach die Tiere. Und dann penne ich halt wieder, klar. Muss Kanna mal irgendwie auch auf Arbeit stellen. Auch wenn ich jetzt eine Lederrüstung gemacht habe, ne? Ich habe meine erste Lederrüstung endlich mal fertig gebaut. Meine Güte. Hat ja nur Ewigkeiten gedauert. Ripper hat dann von ein paar angefangen und ist auch nie fertig gemacht. Brauchen halt schon wieder Holz. Für die Kühlungen und sowas. Hochzeit steht an. John und Lumi wollen heiraten. Hochzeitsplatz. Hier. Wobei, vielleicht eher hier. Vielleicht eher draußen. Dann trennen sie sich am Lagerfeuer. Psychische Brumm hat aufgehört. Na, wenigstens das jetzt, ey. Sollen sich die von Launen erholen. Der Männer. Ich wollte dich haben. Wie sieht's hier aus? Widerstand 20. Aber 1100 inzwischen als Sklavenpreis. Wobei ich noch nie einen Sklavenhändler gefunden habe. Behandlung benötigt. Das macht er automatisch, sich selber behandeln. Das ist halt unser Arzt. Wenn Ben jetzt stirbt, haben wir keinen Arzt mehr. Dann wird es richtig chaotisch. Dann ist eigentlich die Kolonie schon wieder done. So ziemlich. Würde ich behaupten. Würde ich behaupten. Dann ist es schon wieder ziemlich durch. Einfache Mahlzeit, 6-mal ist im Lager verdorben. Ach, ich habe halt noch keine Elektrizität, um das wirklich dauerhaft lagerbar zu machen. Aber das bedeutet, ich produziere zu viel Mahlzeiten. Dann gehe ich doch wieder auf 10 runter. Weil Reis hält sich viel länger als die einfachen Mahlzeiten. Und kann er mehr zwischendurch andere Dinge tun. Forsche ich jetzt? Plattenrüstung. Hm. Ich habe noch nicht mal eine Schmiede gebaut. Da werde ich hier Zugang brauchen. Ich glaube, so kann ich es bauen. Und dann hier einen Zugang rein. Hier, so, dann würde ich das Eisenzeug. Da würde ich hier die Crafting-Sachen reinbauen. Schmiede und sowas. Zum Einschmelzen. Ein bisschen weitermachen. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, irgendwelche Kunstwerke herzustellen, damit die sich freuen über die Sachen. Vor allem bräuchte ich eigentlich auch Strukturen. Ich kann halt nur eine Wand aus Holz, Stahl oder Silber bauen. Ich will eigentlich keine Stahlwände bauen. Fliese aus Stahl. Ich kann nicht mal Beton bauen. Ich kann nur Fliesen aus Stahl bauen. Das braucht 7 Stahl, eine Fliese. No, 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 no. No, 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 no. Das machen wir nicht. Das braucht viel zu viel. Wir werden, denke ich, noch eine Stelle bauen müssen, wo wir einfach eine Anbauzone für Holz machen. Wie wäre es mit Palme? Palme ist, glaube ich, relativ schnell. 14 Tage. Ameisenbaum, 14 Tage. Die alle gleich schnell. Teakbaum, 32 Tage. Das würden wir mal nicht nehmen. Baumwolle, ja, dann nehmen wir hier Palme. Bauen wir Palmen an. Irgendwie muss man kurz das demontieren, bitte, damit ich hier die Zone erweitern kann. Das da. So. Baumanbau. Let's go. Für mehr Holz. Eigentlich war gedacht, dass Lumi nur Pflanzen macht. Ich glaube, du hattest noch ganz gute Pflanzen, ne?
Nee. Konstruktion, du wärst unser nächster Konstrukteur. Du würdest alles bauen. Oh, die Idee. Kann ich eigentlich einen Tisch hier reinbauen? Ich kann einmal zwei Tisch bauen. Oder bedeutet, du musst erstmal das hier bauen. So, dann kann ich den hier nämlich wegbauen, also abreißen. Und dann kann ich einen 1x2-Tisch bauen. Und einen Hocker davor. Dann könnt ihr auch essen. Dann beschweren sich nicht mehr. Oh, oh, medizinische No, scheiße. Mein Arzt ist K.O. Also ich sehe schon, komm, ich muss halt nochmal neu anfangen. Einfach nur wegen den Krankheiten, die übel reinklatschen. Ich glaube, ich werde wirklich, sollte wirklich einen kälteren Bereich nehmen, wo ich dann auch mal ein bisschen mit kalten Temperaturen arbeiten muss. Aber dafür habe ich hoffentlich weniger Krankheiten. Also hier gibt es ja nur Krankheiten. Ständig entzündet, ist alles irgendwie infiziert. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Kanna macht noch Arzt. Kanna muss jetzt Ben verarzten. Kann Ben nicht in Reske entziehen? Was? Heißt Live-Shot die Malaria? Ja? Und warum kannst du nicht verarzten? Warum kannst du ihn nicht verarzten? Medizinischer Notfall! Warum darf er nicht verarztet werden? Ach komm! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich ihn jetzt nicht verarzten darf. Er stirbt jetzt einfach. Wollen wir wetten? Er verreckt jetzt einfach, weil ich nicht Rechtsklick behandeln machen durfte. Das verstehe ich nicht, Spiel. Das ist auch ziemlich gemein. Worktab? Worktab ist Kanna Ärztin. Kann es auch auf 1 stellen. Aber ich darf nicht priorisieren. Hier, jetzt darf ich behandeln machen. Wahrscheinlich auch noch ein Cooldown, weil sie vorher selbst behandelt hat oder so ein Kram. Ja, aber es ist trotzdem, Malaria wird nicht von Kräutermedizin behandelt. Da brauche ich die bessere Medizin. Ach man, wenn mein Arzt stirbt, der auch noch mein Forscher ist, wird es eine absolute Katastrophe. Ja, Schiff zu den Sternen, my ass. Ben Simulant kann wieder laufen, aber der wird trotzdem sterben da dran. Instable Health. Malaria schwer, wurde... Moment, wurde immun? Er ist gegen Malaria immun geworden? Ernsthaft? Ein Wunder ist geschehen! I guess. Okay, hat sie auch wieder Klamotten geholt? Ist nicht mehr nackt. Instable Health. Wurde immun. Lecker. Tigerfleisch ist verdorben. Inspirierte Rekrutierung Lumi. Inspiration, ihr wird den nächsten Gefangenen erfolgreich rekrutieren, egal wie schwierig und wie hoch der Widerstand ist. Alles klar. Gefängnis. Rekrutieren. Lumi. Lumi muss Aufseher werden. Priorisiere reden. Inspirierte Rekrutierung, komm schon. Dankeschön. So, wir haben einen neuen Rekruten. Das ist aber jetzt eine Dame, ne? Ja. Ist Ripper noch ein weiblicher Name? Ansonsten haben wir, haben wir zwei Unbenannte, ne? Also ihr könnt, falls ihr noch mitspielen wollt als Charaktere, wir haben zwei Unbenannte, die ihr gerne haben dürft, wenn ihr möchtet. Aber wir müssten eigentlich jetzt das nicht mehr als Gefangene machen. Und wir brauchen davon eine Kopie. Wir brauchen davon eine Kopie. Nachttisch, Kommode. Let's go. So, arbeiten.
Das sind natürlich wie immer, Arzt bist nicht gut, Bettruhe 2, Transport plus 1, Hilfsarbeiten 2. Du bist ein Jagen gut, okay, du bist also auch unser Jäger. Das bedeutet aber, du musst eine Fernkampfwaffe ausrüsten. Habe ich noch irgendwo eine Fernkampfwaffe? Ich hatte auch noch eigentlich Bogen und sowas. Hat doch noch jemand im Inventar? Hier, Recurve-Bogen, Drop. Den rüstest du erstmal aus. Außerdem wirst du unsere. Wirst du bauen. Jagen 2. So. Kunst. Handwerk. Machen wir so rum. Bauen ist wichtiger, danach darfst du Handwerkern und jagen. Und wir brauchen vor allen Dingen Klamotten. Haben wir für dich noch Klamotten? Ich glaube nicht, ne? Können wir wenigstens Stammeskleidung herstellen? Geht das? Was brauche ich denn dafür? Nötigst 60 Materialien. Alpaka-Wolle. Moment, da kann ich aber auch dann hier den Staubmantel wieder herstellen, ne? 80 Materialien, Alpaka-Wolle. Let's go. Kannst du das sogar selber machen, nicht? Priorisiere Schneidern. Hier, auf geht's. Nackte Kolonisten, ich weiß. Hauptsache mir und Lumi geht's gut. Wow. Ich musste erstmal einen übelsten. Moment, der macht das jetzt aus Tigerleder. Ist auch eine Option. Wir bauen einfach mal aus Tigerleder einen Mantel. Yo. Moment, was? Was ist denn jetzt passiert? Was hast du hergestellt? Ach, du machst das Flickenleder erstmal, wa? Das war nicht mal der Plan eigentlich. Ich wollte eigentlich, dass du dich mal erstmal ein bisschen einen Mantel baust. Dann wird es halt ein Ledermantel, wird ein Flickenledermantel, auch okay. Passt auch zum Theme. Hitzewelle. Oh, scheiße. Wir brauchen Holz. Waldarbeiten darf ich dich nicht einsetzen, oder? Nope, du verweigerst Waldarbeiten. Dann müssen wir schnell noch ein bisschen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Holz als Vorrat. Lumi muss also auch Waldarbeiten machen. Auf 1. Mal kurz die Feldarbeit sein. Wir müssen Waldarbeiten machen. Hitzewelle. 43 Grad. Oh, scheiße. Innen sind sogar 23 Grad, aber wir brauchen eigentlich dringend Holz. Lumi, Prio, entfernen von Bäumen. Für die Kühlung, für die Passive brauchen wir das gerade. Auf geht's, please. Sonst haben die Leute ziemlich schnell einen Hitzeschlag. Und das knallt dann ein bisschen heftig. Was machst denn du jetzt? Ruht sich aus. Moment, kannst du noch kurz bitte die Kühlung auffüllen? So, Kena, du bist fast fertig. Stell Staubmantel her. Jo. Das ist ganz gut. Du isst erstmal was zwischendurch, meinetwegen. Würde ich gar nicht zum Schlafen, ne? Ach doch, da. Wollte ich vielleicht dann mal kurz abbrechen hier, wenn du da draußen schläfst. Gibt's auch noch ein Erdbeben? Because a small scale localized earthquake, some structures can become damaged and roofs can collapse. Okay. Ich kann nichts herstellen, ne? Ich bin kein Bauarbeiter. Ich kann aber nichts herstellen. Ach. Hitzeschlag, ja klar. Du pennst ja auch da draußen. Lumi. Aufstehen. Nicht Sex haben, aufstehen. Hätte man nicht erholt.
Und John kann ich bauen, wa? Hier, liefere schon mal. Lieferst mal Holz. Damit unsere Kena dann auch drin schlafen kann. Und wir hier auch, wenn sie zumindest nicht nachts noch einen Hitzeschlag haben, ne? Das wäre ziemlich nice. Ziemlich wichtig. Lieferprio, Lieferprio. Und dann das gleiche hier auch noch. So, Lumi muss aber bauen. Lumi bauen. Go, what? Können wir mal kurz nicht tun, Lumi. Müssen wir hier die Prio wieder ändern. Waldarbeit weg. Muss bauen. Da, 1. So. Bauen ist, den kannst du auch einfach stehen lassen. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht, Lumi. Genau, um diese Kühlungssachen geht's nämlich bei einem Hitzeschlag. Die Leute hier nicht umfallen, wenn sie zumindest hier drin sind. Konstruktion fehlgeschlagen. Ja, herzlichen Dank. So, jetzt kann ich aber hier sagen. Kena, bitte neu zuweisen. Aufgabe beendet, Staubmantel herstellen. Das will ich einfach. Ich würde sagen, du sollst ihn einfach anziehen, aber ansonsten willst du nackt sein, I guess. For some reason. So, okay. Lumi, Prio können wir wieder zurückdrehen. Feldarbeit, Waldarbeit. Also ja, das gerade gebaut ist auch ganz nett gewesen, aber naja. Ich weiß nicht genau, wann ist denn die Hitzewelle immer noch 57 Grad? Lol, Leute. Können wir das mal vielleicht dann doch neu montieren hier drin irgendwo? Dann stehen die Leute zumindest nicht da draußen, wenn sie entspannen wollen. Dann sollte auch das Hitzeproblem nicht so groß sein. Forschung abgeschlossen, Plattenrüstung. Ich denke, ich werde die Steinhauerei brauchen. Oder ich muss halt wirklich irgendwann auf Elektrizität gehen. Gunpowder wäre halt schon geil. Dann hätte ich zumindest mal Fernkampfwaffen, die nicht. Oder ich brauche halt hier einen Langbogen. Ein Heavy Crossbow, da habe ich bessere Fernkampfwaffen zumindest. Muss ich verteidigen können. Ich gehe jetzt mal voll für die Verteidigung. Und ich habe es anscheinend wirklich, wirklich überstanden, ne? Ich habe. Körper ist weg. Ich bin Malaria immun geworden. Oh. Ich würde gerne mal wissen, wie die Chance ist, dass man immun wird oder dass man verreckt, wenn man eine extreme Malaria-Erkrankung hat. Das ist wahrscheinlich ganz schön knapp gewesen. Uiuiuiui. Jetzt haben wir zumindest so 23 bis 17 Grad. Sie werden sich vorbereiten. Sehr gut. Das sind nur Simulanten. Stimmt, ich bin auch noch Simulant. Okay, das ist wieder gelbe Wildente. Handwerk 10. Yo. Wird sich vorbereiten, stand da noch. Dann bereite ich doch vor. Wir müssen hier oben übrigens die Wände noch bauen, damit wir dann hier eine Lüftung bauen können, ne? Das heißt aber, wir müssen die Wände ohne Decke bauen. Und ich würde wahrscheinlich mein Solarkraftwerk irgendwo hier unten reinbauen. Das können wir eigentlich mal machen. Strukturen. Wand aus Holz. So, irgendwie. Die Chance ist ganz okay, solange behandelt wirst und genug schläfst. Okay, na gut, ich habe mich komplett auf Schlafen gestellt gehabt. Das soll ich vielleicht mal zurückstellen hier. Arbeit. Alles.
Wenn die Chancen ganz gut sind, dann ist es ja mal auch gar nicht so schlimm. Es sieht nur übel schlimm aus, tatsächlich. Die Ureinwohner starten ihren Angriff. Warum bist du eigentlich noch nackt, Kena? Ich hab dir doch Klamotten hergestellt. Hat jemand anders angezogen? Nee. Wo ist denn der Staubmantel hin? Wir hatten doch einen Staubmantel hergestellt. Wo ist denn der hin? Vor allem, sie mag das, glaube ich, nicht, nackt zu sein. Hier, nackt minus 6, heiß minus 8. Verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. So. Ben hat keine Waffe mehr. Du warst Nahkampf, ne? 10. Jo. Knüppel aus Stahl, Knüppel aus Holz, Knüppel aus Holz. 5,9 mit 20%. Wo ist der Knüppel aus? Was denn? Bau doch ein. Was soll ich bauen? Hab ich was? Ich red vor mich hin und vergesse es instant wieder. Es tut mir leid. Kampfmodus. Kampfmodus. Noch einen Mantel. Ach so. Oh, kann ich, glaube ich, generell mal 3 bauen, weil wir haben sowieso noch 3 Leute hier auch so ohne Klamotte. Den hat Kanna genommen. Ich sehe es sogar. Die schon die Lederrüstung hat, hat auch eiskalt den Mantel genommen. Top. Danke, Kanna. Moment. Wir gehen wieder auf die Tiere. Die Sau. Nicht schon wieder ein Tier töten. Ihr seid blöde Hunde, wisst ihr das? Ach, komm on, geh doch. Ich dachte schon, ey, dass die immer Tiere töten, ist so krass. Ja, Hitzeschlag, klar. Nackte Kolonisten. Kena, Hitzeschlag und nackte Kolonisten. So, wer ist eigentlich jetzt mit Tierpflege zuständig? Ben und John. Du priorisierst ein bisschen das Behandeln des Hundes zuerst, Ben. Dann kann er macht die Dame. Hundi ist wichtiger, viel wichtiger. Ich will. Ne, das ist nicht Hundi, das ist Katze. Das ist meine Main Coon. Hallo Lena. Um 11.40 Uhr, wunderschönen guten Morgen. So, jetzt können wir hier wieder Gefängnis. Wird man die dazu nehmen? Ja doch, die hat Handwerk 10. Die wird man schon dazu nehmen. Reduziere Widerstand. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, hier mehr Leute. Entsprechend würde ich hier mal ein bisschen auf die 13 gehen. Aber warum ist Kanna eigentlich nicht mehr am Kochen die ganze Zeit? Ach, weil sie auf Waldarbeit mitgestellt ist. Nee, Kochen ist schon wichtiger, Kanna. Kochen ist your most important job. Nackte Kolonisten. Ja, du baust doch schon. Das dauert ewig gerade gefühlt. Ich bin seit 5.45 Uhr wach, weil ich vergessen habe, meinen Wecker auszumachen. Ja, und ich bin um 6 aufgewacht und habe mir gedacht, drehst dich nochmal um, war es 7.30 Uhr. Dann habe ich mir gedacht, jetzt solltest du vielleicht doch mal aufstehen. So, wir bauen hier eine Tür rein, wir bauen davon eins rein. Nein. Nein! Ach, komm on. Da soll es hin. So, wir brauchen eine Fackel. Und dann brauchen wir eine Produktion. Eine befeuerbare Schmiede. Das ist das erste, was wir hier reinbauen. Ungünstige Temperatur. Eine einfach mit Holz befeuerte Schmiede zur Herstellung von Werkzeugen und nicht-mechanischen Waffen. Was heißt eine ungünstige Temperatur? Ist es zu warm? Ah ja, es ist zu warm. Es sind noch 47 Grad. Okay, das fixe ich ja aber. Das ist okay. Das fixe ich ja. Mit dem Kälte, mit der Kühlung. Ich brauche halt irgendwann die Elektrizität. Die ist super wichtig. Woran forsche ich? Am Langbogen. Vielleicht soll ich lieber an der Elektrizität forschen, weil die ewig dauert. Ja, Hitzewelle. Ja, das ist auch das Problem.
Kena ist halt ständig am Dinge tun, ne? Am Dinge bauen. Und immer noch nackig. Neue Liebhaber. Ben flirtete mit Kena, indem sie mit dem bezauberten Polarlicht gleichsetzte. Kena wurde davon erregt und jetzt ist sie mit Ben zusammen. Wollen zusammen schlafen. Das ist relativ cool, weil Kena hatte schon ein Riesenzimmer. Können wir hier einfach eine Kopie bauen. Und dann sollte es eigentlich okay sein. Kena darf sogar ihr eigenes Bettchen dann bauen, würde ich mal behaupten. Wenn sie das kann. Kannst du das bauen? Wir haben kein Holz. Shit. Holzhacken, I guess. Mal wieder. Dumi hat dir sogar gerade Holz gehackt. Krankheit, Wund... Ach, come on. Wildente ist an Wundinfektion erkrankt. Na gut, das ist nur die Gefangene. Das ist nicht ganz so wichtig. Aber Wundinfektion sollte man, glaube ich, mit der Kräutermedizin heilen können. Das sollte fein sein. Wir dürften 2,4 Jahren. Okay. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Düdüm. Zusammenbruch leicht kann er. Wegen Hitze wahrscheinlich. Verschwitzt, mein Freund starb. Abscheuliches. Was sind das eigentlich in 10 Tagen? Unansehnliche Umgebung, leichter Entspannungsmangel. Schläfrig. Irgendwie kann er pennt zu wenig, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Kanna braucht, glaube ich, eine Stunde mehr Schlaf hier. Am Morgen. Während immer noch nackig rum unsere hier, unsere Kena, die wir gerade neu rekrutiert haben. Die schon jetzt zweimal Klamotten gefertigt hat. Moment, warum ist denn hier? Ach, das ist immer noch der Befehl, war das hier. Ach Gott. Das war nicht der Plan. Moment, aber jetzt. Könntest du jetzt einfach mal den Mantel anziehen? Ich will das nicht erzwingen eigentlich. Kann ich das wenigstens aufheben? Ist das vielleicht irgendwann benutzt? Wenn ich es aufhebe, benutzt es gar nicht, oder? Wenn ich es aber dort liegen lasse, benutzt es irgendjemand sonst. Ich glaube, ich werde einfach Stammeskleidung herstellen müssen. Einmal. Ansonsten wird's halt nichts. Anna, willst du denn ein Charakter bei mir werden? Wir haben noch zwei unbenannte Charakter. Kanna, was schon fast wie Anna klingt, und Kena sind noch zwei Frauen, die unbenannt sind. Falls du mitspielen möchtest, könnten wir einen der beiden Charaktere nach dir benennen. Kleiner Hinweis, Kena ist mit meinem alten Ego zusammen. Also die sind wohl Liebhaber geworden, Ben und Kena. Ist Ben nur mit Kena zusammen, weil sie nackt ist? Ah, vielleicht. Sie beständig Bubis, hallo? Die schneidert, wenn sie nackt ist. Das ist doch mal eine Aussage, wa? Wir werden noch weitere Räume bauen müssen, fällt mir gerade so auf. Wir werden weitere Räume bauen müssen. Kann ich hier das noch wegmachen? Dann haben wir noch ein bisschen Platz, um eventuell irgendwelche Crafting-Sachen oder so dahinzustellen. Zumindest ist diesmal nicht ständig das Essen irgendwie schlecht geworden, ne? Weil wir haben es jetzt sehr weit weggestellt von allem. Die Leute gehen einfach nur hier rein, um sich zu holen, dann bleibt hier oben die Küche sehr, sehr sauber. Wenig Nahrung, nackte Kolonisten. Harvest fully grown. Da müsste es eigentlich okay sein. Wirklich sau wenig Nahrung. What the fuck? Und Hitzewelle hält halt immer noch an. Es sind noch 53 Grad draußen. Weiß nicht. Du kannst auch Kanna haben. Das ist unsere Köchin. Und Ninja-Köchin so ein bisschen. Weil Kochen super stark und Fernkampf und Nahkampf super stark. Am Pflanzentrieben auch, wenn man die Bäume abbaut. Okay, stimmt. Oh, Regen? Aber Regen ist nicht kalt? Wir haben jetzt 50 Grad und Regen? Boah, da würde ich aber auch kotzen. Oh, Kanna hat gerade hier Bedürfnisprobleme. Ach, weil sie durchnässt ist. Moment, da hat aber der Hut ja gar nicht dagegen geholfen. So, wenn das nicht funktioniert mit dem Inventar haben, droppst du es mal wieder und ich hoffe, irgendjemand von euch nimmt's.
Wo stellst du jetzt Staubmantel? Du stellst den Staubmantel her. Von der Alpaka-Wolle halt. Die Hitzewelle ist vorbei. God bless. Sind wir 40 Grad draußen. Kopie bauen, können wir jetzt hier drin bauen. Dann können wir hier sagen, Aufgabe hinzufügen, Rauchblatt-Joint mal 4 herstellen. Ja, bis wir 30 haben. Ich meine, wir können das aber woanders machen. Wir können das hier unten machen. Beim Crafting-Bereich. Dann ist es nämlich nicht hier im normalen Bereich. Und hier, Rauchblatt-Joint. Wie bist du X-Hast? 30. Dann nehme ich Kana, würde die aber gerne Emilia nennen, wenn dir das nichts ausmacht. Nö, vollkommen fein. Das, darum geht's ja. Umbenennen ist dann vollkommen drin. Ups, der Caps Lock ist an. Du bist dann gut im Bauen, Handwerk, Kunst und Fernkampf. Und bist mit mir zusammen damit. Oder dein Charakter ist mit mir zusammen. Feuer. Das ist mir egal. Moment. Zone. Heimatgebiet. Da ist nicht mein Heimatgebiet. Danke. Wir könnten vielleicht mal anfangen, die Sachen auf der Karte ein bisschen einzusammeln, die wir hier haben. Für die Hübschigkeit. Wir haben hier zum Beispiel eine Statue, die eine Attraktivität von 16 hat. Ich weiß nicht, was eine gute Attraktivität ist. Kann mir jemand sagen, was ein guter Attraktivitätswert ist? Kena ist nur mit Ben zusammen und nicht Kanna. Ah! Entschuldigung, ich hab's verwechselt. Ja. Ein I vergessen, da stand noch Emilia. Nee, ich habe nicht ein I vergessen, ich habe die falsche benannt, glaube ich. Du wolltest die andere haben, oder? Das hier ist Kena, ich dachte, du meinst Kana nehmen. Und du wolltest aber die hier haben, die Kana, oder? Emilia. So rum soll es sein, korrekt? Ja, ja, ja. Moment, was ist denn jetzt los? So einen Spitznamen. So, jetzt haben wir es richtig rum. Du brauchst ein bisschen mehr Entspannung, glaube ich. Haben wir bei Emilia haben wir auch keine Entspannung, keine Zwangsentspannung drin. Hoffen wir mal, dass das hilft. Jetzt ist endlich hier jemand angezogen. Ne? Jetzt soll es dir besser gehen, weil du bist nicht mehr nackt. Sehr schön, du hast einen Staubmantel an. Ja, finally. Auch wenn der vorne offen ist, wie man das hier so schön sieht oben, aber ist nicht mehr nackt. Was ist mit 3000? Was? Und mal, John, hattest du nicht eigentlich jede Menge? Ah ne, das haben wir auch schon eingelagert. Das ist der ganze Silber. Training erfolgreich, Zahmheit 5 von 5. Du kann wieder laufen. Ah, die Main Coon kann wieder laufen. Sehr schön. Risikozusammenbruch leicht. Emilia. Hungrig, dunkel, unansehnlich. Ja, du. Essen wird ja gerade gemacht. Das Essen wird ja gerade gesucht. Wir können aber mal wieder jagen, wa? Was? Wir haben nur fast keine Tiere mehr. Was ist mit den Tieren passiert? Wo sind die ganzen Tiere hin? What? Ich hatte mal eine riesige Liste von Tieren, die sind einfach alle verschwunden, oder was? Guten Appetit, Xeli. Viel Erfolg. Glaube ich, hoffe ich. So, und jetzt ist hier Kena erstmal direkt am Stuff kochen. Hitzewelle, die kommen. Ah, bei der Hitzewelle hauen die Tiere ab. Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Kann ich das woanders hinbauen? Dann kann ich, glaube ich, hier unten noch einen Crafting-Bereich. Ah, ne, Moment mal, das ist. Ich will da keinen Crafting-Bereich reinbauen. Künstlerwerkbank. Dafür brauche ich aber die Steinwerkbank erstmal. Ich habe keine Steine. Sonst kann ich nichts aus Künstlersachen herbauen. Sonst könnte ich nur aus Holz Künstlerdinge bauen. Da bin ich nicht so sinnvoll, weil ich Holz eh zu wenig habe. Mir gestern City Skyline angeguckt, habe es mir auch gekauft, weil halt 8 reduziert war, aber wirklich klarkommen bin ich nicht. Habe angefangen, etwas versucht zu bauen, habe dann bei minus 12.000 das Game beendet. Du darfst nicht zu groß, zu schnell zu groß bauen.
verrückte Ratte. Das ist nur eine Menschenjägerratte, ne? Solange niemand rausgeht, wobei. Wo ist die blöde Ratte? Ich glaube, ich stelle dich mal hier hin. Und Lumi kommt mit als Nahkämpferin. Oh, never mind. Ist erledigt. Jetzt noch kurz hier Präsiere trage von Ratten. Dann gibt's noch ein bisschen Rattenfleisch. Ganz geil. So, wir bauen hier neue Räume. Entsprechend müssen wir da auch Ausstattungen. Emilia, alles okay? Achso, du spielst das Spiel hier, ne? Dass man irgendwie aus irgendeinem Grund von der Seite spielt. Wir müssen das mal hier drüben hinbauen. Sonst sieht es mal aus, als würde man da knuddeln. Was halt nicht der Fall ist. So, jetzt haben wir hier Aufgabe. Wir können Dinge herstellen, glaube ich. Wie zum Beispiel eine Armor. Plattenrüstung, Guardian Armor. Braucht 220 Materialien. Was braucht die Plattenrüstung? 170 Materialien. Ist schon mal geiler. Plattenrüstung. Silber, nicht Stahl, Holz. Nee, Holz wollen wir dafür nicht benutzen. Stahl. Wir können Plattenrüstungen herstellen, Leute. Ist das nicht geil? Wir können Bögen herstellen, wir können hier Knüppel herstellen, Streitkolben. Ich verstehe nicht, wie viel. Ach, hier mehr über Streitkolben. 7,221. Ich glaube, das ist besser als ein Knüppel, wa? Ja. Wäre eine bessere Waffe. Wir können Schilder herstellen. Ein Schild wäre, glaube ich, auch ganz nice. Und Helme. Heavy Mace, Pickaxe. Hammer. Hammer war, glaube ich, super wichtig, weil das wird das Bauen beschleunigt. Das sollte ich meinem Bauer geben. Und Pickaxe ist wahrscheinlich wichtig, weil das Mine beschleunigt war. Mehr über Pickaxe. Geil, Steinsabbaugeschwindigkeit plus 33%, genau. Ich würde aber gerne erstmal drei Rüstungen bauen. Das wäre ganz geil. Hier, Kena baut jetzt Rüstungen. Nice. Dann sollten uns Leute deutlich mehr überleben. Oh, das dauert nur. Ja, dauert aber Jahrhunderte, das zu bauen. Aber Eisen sollten wir, glaube ich, genug haben dafür erstmal, um da Rüstungen zu bauen eine ganze Weile. Woran forschen wir eigentlich aktuell? Immer noch am Langbogen. Achso, hier oben wird Fleisch gegart. Aber wir haben wieder kein. Haben wir immer noch kein Holz? Oh, nö, Leute. Wir haben kein Holz zum Kochen. Das ist ein Problem. Ich werde das hier einfach größer machen. Mal das größer machen, in der Hoffnung, dass uns das mehr Holz konstant bringt. Emilia, kannst du kochen bitte? Bevor unser ganzes Fleisch komplett wegfliegt. Wenig Nahrung. Ja. Mein linken Arm geht es heute auch wieder besser als gestern. Was hast du mit deinem linken Arm gemacht? Bin echt super schlecht, mir Sachen zu merken. Tut mir echt leid. Jetzt wird erstmal hier gejointet. Geil. Wird erstmal Emilia und Lumi ziehen sich erstmal einen durch zusammen. Finde ich gut. Finde ich eine gute Option. Da müsste eigentlich irgendwann wieder gut gehen. So vom, ne, Happiness und so müsste hochgehen. So, hier Kena und Ben, die wollten doch zusammen schlafen. Hier. Kena und Ben. Dann können wir den hier. Ne, halt, wir können neu montieren machen direkt. Hier unten. Ich hätte am Freitag meine Spritze bekommen und da tat es mir.
hat es mir gestern und vorgestern linker Arm ziemlich weh. Covid-Dingens-Spritze. Das ist dann klar, dass es ein bisschen weh tut. Ich glaube, Lumi hat es eine Woche nach der Covid-Impfung an der Impfung nochmal so einen Hubbel bekommen, der auch warm war. Ein bisschen wie eine kleine Entzündung. Also eine Woche später wirklich. Krankheit Wurminfektion. Nicht mal Wundinfektion, Wurminfektion. Oh, das wird natürlich schon gekümmert werden. Schon macht ein bisschen sauber, auch sehr hübsch. Kena baut weiter an der Plattenrüstung. Sean, darf ich dich mal kurz dazu bringen, dass du hier Schieferbrocken wegträgst, weil die echt im Weg liegen. Warum? Was liegt denn hier eigentlich? Ein unfertiger Hammer aus Stahl? Wir hatten den Hammer aus Stahl angefangen. Warum ist der unfertig? Warum wurde der angefangen und dann nicht weitergemacht? What the heck? Leute, das könnt ihr doch nicht machen. So, da wird die Wurminfektion jetzt mit... Ja, ich glaube, dafür hat man Qualität 70% ist vielleicht okay. Wir brauchen wirklich mehr Holz. Wir brauchen dringend mehr Holz. Aber hier ist fast nichts mehr, was wir Holz hacken können. Lumi, Waldarbeit. Waldarbeit nach Feldarbeit. Wir brauchen Holz, sonst können wir nicht mehr weiter Dinge tun. Quest aktiv, Ancient Ruin Complex. You've intercepted 3 Sterne. Mhm. You've intercepted the location of an old ruin complex near Rathaus. These ruins can contain anything from crypto sleep caskets to okay. Be careful, as these ancient ruins are certainly defended by a number of threats. We should be prepared for anything. Ja, nee. Das werde ich nicht tun. Das ist zu risikoreich. Aber das ist normal. Wenn der Arm jetzt wieder sich beruhigt hat, ist doch nice. Nach 2 Tagen ist das, glaube ich, relativ normal. Viele Leute hatten sogar noch Schüttelfrost und sowas, habe ich gehört in mehreren Podcasts. Wenn es so um die Sachen ging. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn eigentlich? Ah, hier Beton, Steinhauerei. Okay, das werde ich als nächstes machen müssen, obwohl ich eigentlich mal irgendwann Elektrizität haben wollen würde. Aber das sieht irgendwie nicht danach aus aktuell, dass ich Elektrizität kriege. Sieht aktuell nicht danach aus, dass ich Elektrizität kriege. Die hier beiden kann ich jetzt demontieren, weil die einfach nur noch im Weg rumstehen. Wie weit sind wir? Holz brauchen wir. Wir sind fast mit der ersten Plattenrüstung fertig. Alter, dauern die lange. Holy shit. Die dauern gigantisch lange, aber die sollten noch einiges schützen. Was ist eigentlich das hier? Warum ist das so dreckig? Oder ist das hier irgendwie ein Bug, dass das nur aussieht dreckig? Also sie putzen hier auch mal wieder die Sachen weg, aber das hier bleibt trotzdem liegen. Das verstehe ich nicht ganz. Wir können ja mal Böden, Oberfläche glätten. Ja. So zumindest in unserem Hauptbereich. Und auch hier die Oberflächen glätten. Zumindest vom Boden erstmal, dass wir einen glatten Boden haben. Auch hier, wo die Leute länger arbeiten, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Krankheit, Muskelparasiten, gelbe Wildente Jean und Lumi. Muskelparasiten höre ich jetzt nicht so gut an. Ich habe, also hier in dem Run bin ich nur krank. Die Leute sind ständig krank. Nee, du darfst erstmal nicht essen, du musst erstmal leider die Leute behandeln. Sonst habe ich, glaube ich, das Problem, dass die Parasiten sich weiter ausdehnen. Und das will ich eigentlich nicht. So. Kena, kannst du mal kurz erstmal die Kühlung auffüllen? Ist ja wichtiger. Ich habe wenig Angst vor der zweiten Spritze, dem der Arzt meinte, nach
der zweiten Info könnte eine ganz geringe Chance bringen, dass das Gesicht gelähmt werden könnte. Man, wenn man das passiert, schnellstmöglich zum Hausarzt soll, dass es dementsprechend eine Gegenmittel gespritzt werden kann. Das ist nur, wenn du, glaube ich, eine allergische Reaktion drauf hast. Wobei mich das wundern würde, dass es nach der zweiten Spritze ist, nicht generell nach der Spritze. Aber er muss sich darüber aufklären, über diese eventuelle Nebenwirkung, Anna, auch wenn, wenn das irgendwie einer aus einer Million kriegt, ne? Also es kann einfach sein, dass es gar nicht so häufig vorkommt, aber er muss sich darüber aufklären, dass es vorkommen könnte. Also, ich würde mir nicht ganz so viele Gedanken machen. Das ist häufig gar nicht so wahrscheinlich. Also, da wird nicht ganz so krasse Gedanken machen, glaube ich. Das ist nur interessant, dass jetzt mein Impfpass steht, dass ich von einem Oberstabsarzt geimpft wurde. Oberstabsarzt heißt, der ist bei der Bundeswehr. Der hat einen Rang. Das ist also eigentlich jemand vom Militär, der dich geimpft hat. Wer hat eigentlich jetzt die Rüstung genommen? Die liegt ja warum? Unfertige Plattenrüstung. Wieso hast du die Plattenrüstung nicht fertig gemacht? Was denn jetzt kaputt bei dir? Ja, Pantherfleisch ist kaputt gegangen, ist klar. Fleisch hält sich halt nicht lange. Ich verstehe die Leute nicht. Das sind übrigens die Leute, die das zurück hier jagen. Gorilla 20% ist halt echt bitter. Tapir können wir noch mal ein bisschen jagen. Die sollten, glaube ich, auch ein bisschen Leder geben. Bei uns hat es wohl die Bundeswehr gemacht, ja. Ja, das ist klar, bei so einer Ausnahmepandemie. Da springt auch die Bundeswehr ein. Moment. Achso, weil ich bei Lumi jetzt die Feldarbeit nicht mehr auf oberste Prio habe. Deswegen macht die hier Dinge am Crafting-Bereich. Sean jagt wieder, um seinen Fernkampf noch ein bisschen zu skillen. Geil. Achso, wir aufgehört. Hat irgendwie 20 Schüsse gemacht, nicht getroffen. Ja, dann höre ich auf. Oh, Jaguar rächt sich. Ganz schnell weglaufen. Aber ich glaube, Jaguar sollte schneller sein als Emilia. Deswegen laufe ich mit den anderen den gerade entgegen, damit wir den Jaguar besiegen können. Wo läufst denn du hin? So, Ben, du gehst in den Nahkampf. Okay, nice. Puh. Beim Jaguar war ich mir nicht ganz so sicher, wie krass die drauf sind. Kann Jaguar nicht tragen. Josiere tragen von Jaguar. Auf geht's. Uiuiuiui, da war ich mal ganz kurz besorgt. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Tür einbauen will. Dann könnte man hier schneller durchlaufen, dann müssen sie nicht außen rumlaufen. Lumi, Zusammenbruch schwer. Müde, stärkere Schmerzen, kein ansehnliches Schlafzimmer, mein Freund starb, krank. Unansehnliche Umgebung, leichter Entspannungsmangel, abscheuliches Schlafzimmer. Moment. Kein ansehnliches Schlafzimmer, abscheuliches Schlafzimmer, Stubenhocker draußen. Du hast mich gerettet. Ja, natürlich. Ich versuche alle meine Leute zu retten. Jetzt, wo sie wieder drin ist, ist sie wieder happy, weißt du? Ach, Lumi. Ich muss irgendwo über den relativ... Was ist denn hier los? Warum wächst denn hier ein Teakbaum auf dem Reisfeld? Was soll denn der Quatsch? Was soll denn der Quatsch? Und hier sind noch 14 Essen draußen. Und ich muss wieder die Sachen auffüllen. Oh, Sono, der ist doch gestern gestorben. Das ist eine neue Kolonie, Lena. Meine ganze Kolonie ist heute Morgen, so 20 Minuten in den Stream hinein, sind alle gestorben. Das ist hier, deswegen sieht auch alles anders aus, deswegen ist es nicht mehr das gleiche Layout. Ich habe komplett neu angefangen. Deswegen sind alle gestorben, wirklich alle sind gestorben. War gar nicht schön. Aber Sono ist entsprechend zweimal gestorben sozusagen.
mir wurden meine Sachen abgefackelt und dann kam jemand, wenn du erst einmal alle Kolonisten K.O. gehen, kommt ein sogenannter Mann in Schwarz, der so ein bisschen die einmalige Rettung ist, der auch deine Kolonie beitritt dann. Der konnte meine Leute retten, hat aber vielleicht ein bisschen das Problem gehabt. Moment mal, bist du gerade da reingegangen, hast da hingekotzt? Nee, du, dir geht's nicht so gut, ne? Die Wurminfektion. Hat vielleicht ein bisschen das Problem gehabt, dass er keine medizinischen Skills hatte und damit meine Leute zwar ins Bett legen konnte und retten, aber nicht danach dafür sorgen konnte, dass die Leute auch behandelt werden. Und sind sie einfach verblutet. Im Bett. Oh, hier gibt es wieder Krokodile. Es gibt wieder Crocodiles. Ja, also es hat richtig viel gebracht, dass der dort kam und mich gerettet hat. Nicht. Ich sehe gerade was. Hier ist, glaube ich, was. Dachgebiet verkleinern, genau. Hier soll kein Dach drauf sein. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch machen kann. Ich glaube, ich muss das hier abreißen dafür. Kann ich das Dach wieder wegmachen? Also hier sollen natürlich überall Dächer sein, aber sonst nicht. Forschung abgeschlossen, Langbogen. So ist die Frage. Ich brauche die Steinhauerei auf jeden Fall. Also doch keine Frage, nevermind. Was wir als nächstes machen, würde ich gerade sagen, aber ist keine Frage. Kann ich Dächer wieder abreißen? Dachgebiet verkleinern, Dach abreißen erweitern. Hier, Dach abreißen, jawohl. Hier soll kein Dach sein. Also Dach bitte wegmachen. So, dann kann ich hier wieder Kopie bauen. Dachgebiet verkleinern, Dach abreißen, ja. So. Sehr schön. Weil hier soll eigentlich nur ein offenes Gebiet sein, wo ich dann meine Kühlung hineinmachen kann, dass es nach oben wegzieht, ohne dass die Leute... Ich hatte nicht das Problem, woran ich eigentlich verreckt bin, ist, ich habe nicht daran gedacht, dass solche Überfallleute auch einfach Sachen kaputt machen wollen. Und die sind von der Seite gekommen, wo meine Kühlung war, wo aber nicht kein Ausgang von meinem Zeug ist. Und haben angefangen, meinen Kühlkörper einfach mal Feuer zu legen. Was natürlich echt unschön ist. Dann ist mir alle einfach mein ganzes Essen abgebrannt, meine gesamte Kühlung abgebrannt. Wie gesagt, dann haben sie die, dadurch bin ich out of position, also habe mich schlecht positioniert. Was meine Kampfpunkt, also meine Kampfposition angeht, also das ging ein bisschen kaputt. Kannst du bitte... Kannst du bitte das Schmieden weitermachen? Ich will eigentlich die Plattenrüstung fertig haben. Jawohl, jetzt ist auch eine Plattenrüstung fertig. Geh doch. Moment. Und jetzt als nächstes. Erstmal das so rummachen. Jetzt brauche ich die nächste Plattenrüstung. Ich wollte erstmal den Hammer hier fertig machen eigentlich. Zusammenbruch schwer. Lumi und Jean. Müde, starker Entspannungsmangel. Warum ist denn bei euch überall Entspannungsmangel? Entspannt euch doch mal ordentlich. Ich weiß nicht, was das Problem ist, dass ihr euch alle nicht entspannen könnt. Ich bin in einer halben, dreiviertel Stunde da, bis später. Ich glaube, ich werde gar nicht mehr allzu lange machen, weil eigentlich wollte ich Lumi wecken jetzt. Deswegen, eigentlich müsste ich hier, glaube ich, mal aufhören, aber eigentlich will ich nur weiterspielen. Ja. Das Spiel macht halt echt so viel Spaß. Ich kann übrigens das hier mal abreißen. Löschen. Ups. Löschen. Ja, also... Wir sind ja heute echt gut vorangekommen. Das mit den Krankheiten, dass der Ripper einmal an einer Wundinfektion stirbt, ist echt blöd. Es tut mir leid, aber ansonsten haben wir, glaube ich, ganz gut die Sachen jetzt noch retten können. Wir haben wenig Medizin. Ich hoffe, da kommt bald wieder was. Wir haben einen Haufen Nahrung draußen rumliegen. Deswegen steht... Nee, steht nicht mehr wenig Nahrung. Nächstes Ziel wäre halt irgendwann mal Elektrizität kriegen, ne? Wir müssten mal auf Elektrizität forschen. Das wäre wichtig.